Freunde, was geht ab? Wir sind hier bei BZ. Oile, wir sind hier bei. Bruder, wir sind hier bei BZ und Emre. Und wir reagieren jetzt hier auf das neue Video von Icon. Die neue Folge ist rausgekommen. Wir sind gespannt, was da passiert ist. Und ja. Dankeschön, Mugli. Kein Problem. Hey, an der Stelle checkt mal den super Merch an, den wir hier gerade anhaben. Ganz genau. Wisst ihr doch Bescheid. Ja, Mann, die Jungs sind auf jeden Fall fresh eingekleidet worden. Ja. In Forever Young Kleidung. Checkt auf jeden Fall ab. Link ist in der Beschreibung. Auch der Link zu deren Instagram ist in der Beschreibung. Checkt die Jungs auf jeden Fall auch ab. Und ich freue mich auf Episode 2. Ich bin sehr gespannt, Jungs. Meiner Meinung nach mit der geilste Tag aus der ganzen Villa. Ich glaube sogar die geilste Folge. Ich bin sehr gespannt, Bruder, wie das... Ich glaube, die besten Hits heute. Ja. Auch von euch. Macht der Krankenwagen heute seinen Job, Dorian? So, ich bin gespannt, Digga. Komm. Wir gehen rein, let's go. Rein. Willkommen bei Tag 2. Gestern hatten wir das Battle zwischen Yasin Adawir, Henok und Coco. Die Gewinner von dem Battle waren Yasin Adawir. Deswegen werden sie euch jetzt erstmal im Team eine kleine Unterstützung leisten. Also, Jungs, kommt rein. Also die zwei haben sich selber ausgesucht, zu welchem Team sie gehen wollten. Adawir, du hast dir was ausgesucht? Bobby. Okay, Team Bobby und dann Yasin zu Team Hamdi. Könnt jetzt in eure Teams gehen. Also bevor wir zur heutigen Challenge kommen, noch eine Kleinigkeit. Jeder von euch hat die Möglichkeit, am Anfang des Tages einen anderen Künstler herauszufordern und sein Kopfgeld zu kassieren. Solltet ihr jemanden herausfordern wollen, werdet ihr euch am Ende des Tages nach den Challenges battlen. Wenn ihr herausgefordert werdet... Hast du Dorian gesehen? Guck mal, ich spur mal 10 Sekunden. Ich spur mal, der chillt damit so gut. Ist das nicht der von Sarah? Keine Ahnung. Das ist der von Tobi. Tobi hat doch auch diesen Sombrero. Niemals. Doch? Oh, aber wie hat doch sein Sombrero? Ein Video in seiner Story damit, Bruder. Ja, was ist denn Sombrero, Bruder? Aber wie ernst Colin das erzählt, guck mal, wie der da steht, Bruder. GTA-Charakter. Des Tages nach den Challenges battlen. Wenn ihr herausgefordert werdet, dann müsst ihr diese Challenge annehmen. Jeder kann jeden herausfordern, auch wenn sie in eurer eigenen Gruppe sind. Damit gesagt, gibt es heute jemand, der einen anderen Künstler herausfordern möchte? Meine Gedanken über das Kopfgeld sind, dass es schon eine ziemlich teuflische und diabolische Angelegenheit ist, auf jeden Fall. Ich finde das halt sehr hart, so, weil man hat das immer im Hinterkopf, dass du halt so gesehen gejagt wirst. So, man muss halt immer aufpassen und halt gucken, wer Freund und Feind ist. Kopfgeld ist natürlich unterschätzt. Jetzt sagen Bruder, der redet immer wie so ein Professor, ne? Ich schwöre, voll der. Bruder, wie so ein Dozent in der. Immer ernst. Studium, Bruder. Ja, ja. Immer voll der Ernst, macht immer Wörter bedacht ausgesucht. Ja, so, Bruder, immer so. Unnormal. Ich schwöre. Aber wie fandet ihr die Idee vom Kopfgeld dahinter? Geil. Ist cool, ne? Hat ein bisschen Würze reingebracht, Bruder. Aber auch ein bisschen Panik. Ich schwöre, man hat Panik ein bisschen gehabt. So, weil. Du warst immer in der Position, herausgefordert zu werden, egal von wem, Bruder. Mhm. Und sogar wenn der größte Underdog dich herausfordert, weil in der Villa war eh alles anders, da war eh plötzlich der vermeintlich Schlechte war am krassesten. Ja. Man wusste nicht, Bruder, was abgeht. So ein, dass man halt nach Panik gehabt. Aber sobald der ein oder andere ein bisschen mehr auf dem Kerbholz hat als der andere, glaube ich, kommt der Neid und ich will. Der Mensch ist ein Wesen, was sehr, sehr genau das meinte. Ehrgeizig ist und... Walla, Philosophieprofessor. Oh, Bruder, Walla! Was hat der für Filme vorher geguckt, Walla, Alter? Walla, Obi, ja, ich schwöre. Walla, bester Mann. Ich schwöre, wunderbar. Misstrauisch. Ich bin gespannt, wenn der hier in den nächsten Wochen mal kommt, ne? Wir laden den Bruder ja auch ein. Ob der dann auch so hier bei der Reaction ist. Oder? Wir haben ja ein Interview mit euch gedreht, ne? Das ging ja so pro Person 15 bis 20 Minuten. Ja. Oder mit denen haben wir 45 Minuten Rohvideo. Boah. Weißt du, wie viele Fragen wir stellen konnten? 4. Lama, hat er so viel geredet? Walla, weil der die Sätze so... Du bist ein Mann der Worte, Obi. Aber es ist witzig geworden, Walla. Misstrauisch, Walla. Der sagt nicht misstrauisch, sondern misstrauisch. Ein Mann von großen Worten. Okay, easy. Noch eine kleine Sache, und zwar, weil Yasin und Adawir gestern einen richtig, richtig harten Tag hatten und ihr Leben auf dem Spiel stand und sie sich durchgesetzt haben, bekommen die beiden für heute Immunität. Das heißt, sie nehmen trotzdem an den Challenges teil und müssen genau wie ihr heute performen, können aber am Ende des Tages nicht rausgewotet werden. Wie war das für euch, das zu erfahren? Geil. Wie? Hör zu, Bruder. Ich war ja Team-Captain und ich musste ja dafür sorgen, dass alle ihren Song haben und dass alle klarkommen, weißt du? Mhm. Und dann war schon so mäßig klar, dass ich und Keris
einen machen, weil wir hatten diesen einen beiseite, ja, der jetzt in der Folge kommen wird, dieser viel zu spät. Mhm. Wir hatten den schon, wir haben den genau für die Villa geplant, Bruder. Mhm. Aber weißt du, wofür wir den geplant haben? Für die Duos. Ja. Aber da meinten wir, Bruder, wer weiß, ob wir überhaupt in den Duos kommen? Ja. Lass einfach jetzt machen, da haben wir das schon mal gehabt. Mhm. Sunny wollte unbedingt mit Dorian machen, weil ja, die haben auch eine Vision gehabt, keine Ahnung, die meinten, die haben auf jeden Fall was zur Seite. Aha. Und dann waren nur noch Wesim und Dreamer. Ja. So, Bruder, das ist ein bisschen schwer. Ja. Jetzt war es ein bisschen schwer. Dann habe ich einen Yesin gehabt, der nicht rausfliegen konnte und der alles kann. Okay, der ja, alles verstehe, kann melodisch, verstehst du? Ja, ja. Der war das perfekte Verbindungsstück, Bruder. Ja. Das war easy, der kann nicht rausfliegen, der muss okay, nur ein paar Zeilen machen, durch. Ja, okay, aus der Hinsicht hast du natürlich sehr fair gedacht und auch an dein Team das gedacht. Das ist geil, Bruder, das hat alle durchkriegst. Stress, hat mich Stress aber, weggenommen, Bruder. Wallah. Aber ihr seid ja auch irgendwo Konkurrenten. Yeah. Weißt du, du weißt, er kann jetzt auf keinen Fall rausfliegen, dafür ja, könntest du der sein, der jetzt rausfliegt. Ja, aber so diesen Gedanken hatte ich gar nicht. Ich wusste nicht gedacht. Ich wusste schon, wo wir das mitbekommen haben, wusste ich, wir werden viel zu spät machen. Mhm. Und voilà, damit kann ich nicht rausfliegen. Also das war mir klar. Mhm. Das war mir klar, damit kannst du nicht rausfliegen. Ja, ja, ja. Ich will einfach nur, dass die anderen dann abliefern und das heißt, Team Hamdi hat gewonnen. Mhm. Weil das zeigt ja dann, weißt du, ist doch krass. Okay. Ist doch geil. Wie war das bei dir? Was hast du gedacht? Ich hab gedacht, boah, geil, wir sind eine richtige Assi-Truppe, Bruder, wir machen echt Randale, Bruder. Wallah, da wäre auch noch so ein... Wallah, Bruder, ich schreibe die Truppe, Bruder. Dann kommen wir jetzt zur heutigen Challenge. Die heutige Challenge soll testen, wie gut ihr eure eigenen Schwächen und Stärken einschätzen könnt. Ihr habt gleich genau 5 Stunden Zeit, genau 3 Songs pro Team abzuliefern. Wie ihr euch aufteilt, das könnt ihr nachher selber entscheiden. Das Team mit den 2 besseren Songs wird gewinnen. Jeder aus dem gewinnenden Team bekommt heute zusätzlich 100 Euro Kopfgeld. Die Verlierer müssen zum Voting, wo ihr selber entscheiden müsst, wer heute nach Hause geht. Boah. Die Verlierer? Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück bei der Challenge, denn ihr werdet es auf jeden Fall brauchen. Das war ein Schockmoment, glaube ich. Ne? Darauf hatte wirklich keiner Bock, einen anderen Künstler rauszunehmen. Ne? Das ist halt hart. Das war behindert, Bruder. Hör auf, Bruder. Du willst so. Das Ding ist, es heißt Team Hamdi gegen Team Bobby. Mhm. Bobby hatte wieder die Big Three, Bruder. Wieder Obi, Tano und Bobby in einem Ding, weißt du? Und jetzt bist du halt da mit und denkst dir so, Bruder, wir sind eigentlich die Underdogs gerade. Mhm. Und jetzt heißt es, wir müssen einen raus, wenn wir verlieren, was eigentlich sogar. Bruder, es war. Weißt du, das hat auch auf uns gewirkt, sag dir ehrlich. Ja? Ne? Hat auch auf uns gewirkt, weil ich dachte, Bruder. Wenn du an Icon denkst, denkst du ja sofort, ist einfach so, an Bobby, Tano, weißt du? Ist so, Bruder. Obi und so, und dann denkst du, Bruder. Wie sollen die das jetzt machen, Bruder? So, wie sollen die das machen? Wie soll das aufgeteilt werden? Ja, und das habe ich mir jetzt auch gedacht, und dann dachte ich mir so, Bruder, wenn wir jetzt noch später einen rauswählen wollen, Bruder, das ist ekelhaft. Und dann, Bruder, ich, keine Ahnung, das war ekelhaft, weil wir sind ja eh, ich bin jetzt nicht mit dem Kopf reingegangen, dass ich verliere. Mhm. Aber so dieses, wenn es passiert, Bruder, dann war es wieder irgendwo meine Schuld, weil ich die Gruppen zusammengestellt habe, Bruder, weißt du, was ich meine? Wallah, dann ist wegen mir einer abgekackt, weißt du, was ich meine? Ist eklig. Ja, das stimmt. Ja. Wie ich geschlafen habe? Scheiße. Müll. Ihr habt mich aufgeweckt, ne? So um 10 Uhr. Bruder, nutzt doch diese Aufweckerei. Die hat Wallah, Bruder, du bist am Schlafen, Bruder. Du gehst 6 Uhr morgens, guck mal, offen Bruder, in dein Bett. Guck mal, Bruder. Oder 11 Uhr morgens einfach Kamera ist in dein Auge. Ich kann alles mit Schleim noch. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Ich verstehe, wenn Colin mich weckt. Ich verstehe, wenn Xandro mich weckt. Ich verstehe, ich würde sogar noch verstehen, wenn ihr beide mich weckt, ne? Warum weckt mich Tobi auf, Wallah? Sag mal bitte, warum mich Tobi aufweckt. Was will der von mir, Bruder? Der klopft an Tür. Wir müssen drehen. Wer bist du, Bruder? Boah, Wallah. Geklopft, aber ich habe eigentlich früh genug geschlafen, so 3-4 Uhr, deswegen bin ich eigentlich fit. Guck mal, Jungs, wenn jemand wirklich schwach erscheint, ne? Ja. Ehrlich. Seid ehrlich und seid demjenigen nicht böse. Setzt euch uns da hin, wir machen uns einen Kalt. Und auch wenn ich es bin. Ich bin euch nicht böse. Nimm, wählt mich raus, wenn es jemand ist. Wenn jemand verkackt, achtet nicht darauf. Denkt dran, was jemand drauf hat. Juck. Wir gehen schon mit dem Gewissen rein, dass wir verkacken. Meine Gedanken zu dieser Challenge waren, also es ist hart. 3 Songs in so einer kurzen Zeit ist hart. Das ist nicht einfach. Ich denke, dass wir die Challenge natürlich mit einem Sieg abschließen werden. Also von was anderem will ich gar nicht ausgehen. Wir werden das gewinnen. Punkt, Ende aus. Aber es geht nur darum, für den Fall der Fälle. Das machen die 100% da hinten auch. Wir machen dann so, wir setzen uns dahin, Bruder, jeder ein kaltes Getränk essen und dann reden wir. Aber jeder fängt jetzt an zu arbeiten. Wir müssen jetzt 100% abliefern. Natürlich ist es eine Herausforderung, jetzt 3 Songs auf einmal zu machen. Wir sind 7 Leute jetzt, alle werden dazu gestoßen. Auch nochmal ein starker Typ. Aber nichtsdestotrotz. Bruder, es geht einfach nicht, Bruder. Wallah, das geht nicht. Der setzt immer so diplomatisch an. Natürlich ist es eine Herausforderung. Wallah, Bruder. Aber geh mal kurz zurück, guck mal, wie der sitzt auch.
Walla, der arme Obi, Walla, Obi. Walla, ich liebe dich, Walla, will ich liebe dich. Mein Zimmergenosse, Walla. Aber ich muss sagen, wie ihr das Ganze angegangen seid jetzt gerade, fand ich schon stabil. Also von der Einstellung her und so weiter. Mhm. Auch so Chris beispielsweise, voll süß, wie der da zu euch kommt. Ey Jungs, wir gehen schon mit der falschen Einstellung rein. Walla, schon, habt ihr gut gemacht. Bruder, wir mussten so reingehen. Ne? Wir mussten so reingehen, Bruder. Ja, wir sind die Underdogs gewesen, du musst so reingehen, Bruder. Ja, ich fand eure Kommunikation im Team einfach sehr stark. Wirklich. Zu machen. Wir sind 7 Leute jetzt, Adavir ist dazu gestoßen, auch nochmal ein starker Typ. Aber nichtsdestotrotz wird diese Challenge komplett gecrashed, wir nehmen die auseinander. Wir haben jetzt schon tatsächlich diverse Ideen gehabt und ich denke, wir werden das auf jeden Fall zerruppen. Boah, ist hart. Als der Colin das gesagt hat, wird auf jeden Fall krass, dass man sich, also dass die Gruppe selbst entscheiden muss, dass Leute rausfliegen von der eigenen Gruppe. Das wird hart. Ich hoffe, nicht mal ich hoffe, ich weiß, wir werden gewinnen. Wir werden das machen. Oh. Dimme, mit geklauten Kennzeichen kommen wieder mal. Du weißt doch heute nur mit Endzeit. Bruder, dieser Beat, ne, wo ich das gehört habe, dieser Challenge, ich fand den so geil, Bruder. Wie hat der diesen Beat gefunden, Bruder? Walla, mit diesem schönen Klavier und so. Bobby hat immer krasse Beats. Immer, Bruder. Ich denk mir, Walla, fuck. Wo der Song angefangen hat, fuck, Walla. Das wird jetzt nichts mehr. Aber Beats waren in der Villa auch so wirklich Gold wert, ne? Ja, jeder, ey, jeder Künstler hat nach Beats gesucht, die ganze natürlich Zeit, Alter, und viele haben auch gar keine mehr gefunden. Das ist bei mir sowieso immer, auch schon vor der Villa-Krise gewesen. Yeah. Bevor die Villa war, habe ich ja viel mit Keris im Studio verbracht. Mhm. Beats war meine. Also Keris, ich habe nur Beats von Keris gehabt die ganze Zeit, Bruder, weil ich selber keine mehr gefunden habe. Okay. Ging nicht mehr. Krass. So. In der Gruppe ist das passiert, was mir nicht gefallen hat, so dass Leute das nicht viel ernst genommen haben. Beispiel, die haben im Pool gechillt, so ist ja kein Problem, man kann ja genießen. Aber. Weißt du, man muss schon an die Arbeit auf jeden Fall dran sein, so. Also das ist deren Ziel, ist nicht mein Ziel. Warte mal. Hat er gesagt, deren Stil oder deren Ziel? Deren Ziel. Deren Ziel ist nicht mein Ziel. Kenan hat jetzt gesagt, was mit Pool, ne? Das war ja am ersten Abend, wo die sich angefangen haben zu vorzubereiten auf den zweiten, also auf diesen Auftritt. Und an diesem Abend, wir beide, wir waren ja sowieso platt, ne? Ich glaube, wir haben sogar mit Mowgli, war ich kurz, oder mit Bobby, ich weiß es nicht mehr. Und da kam Kenan und da war auch schon eine Diskussion zwischen Bobby und Kenan, eine ganz kurze. Und Kenan hat sich sehr oft beschwert über sein Team quasi, dass alle am Chillen sind, im Pool und so weiter, aber er selber saß neben mir am Chillen. Ja? Weißt du, als Bobby dann gesagt hat, ich gehe jetzt hoch ins Zimmer, ich fange an zu arbeiten, meinte Kenan, ja nee, das ist nicht mein Stil, das ich gehe nicht. Das ist jetzt auch alles kein Fitner, aber das ist einfach nur für die Aussage, der war auch am ersten Tag nur am FIFA-Spiel und der war mit mir gleichzeitig auch im Pool. Also so viel dazu eigentlich, ne? Kann meine Stimme nicht präsentieren, zeigen, ich kann sehr viel hochsingen, ich kann meine Stimme kontrollieren, ich kann Harmonien mit melodisch richtig krass, so alles, aber in diesen zwei Lieder, ja, geht. Zeige ich leider nicht so viel. Ich hatte ja ein Lied mit Tano, das war so abgesprochen, dass ich ein Lied mit Tano hatte. Und dann am nächsten Tag, als wir aufgestanden sind, haben wir halt nochmal darüber geredet, dies und das. Und dann wurde es so herausgestellt, dass wir das Lied nicht machen, sondern einfach einen anderen Beat nehmen, wo ich gar nicht darauf singen kann, sondern nur rappen kann, wo ich gar nicht rappen kann. Wie sagt der, mal Hand aufs Herz, oder? Jetzt so Spaß beiseite. Der Song, wo wenn ich meinen Part dann rappe und der dann die Hochwahl ist krass. Wirklich, der Mario? Aber der soll nur ein Wort ändern. Ja. Bruder, aber was anderes statt Mario? Das ist der, wir müssen damit. Jump auf T-Max. Ja, wir müssen mit so einig sein dann, Bruder. Warum macht er das, Bruder? Und, alle anderen Künstler haben schon ein Lied ausgewählt und haben gesagt, ja, gerne, schreibe auf diesen. Und ich dachte mir, ja, okay, gerne, ne, ich schreibe, egal was für ein Beat so. Aber ich dachte trotzdem, dass ich mir dieses Lied mit Tano nochmal mache, so, weil da zeige ich mich wirklich und da wäre ich wirklich zufrieden. Ob ich dann morgen rausfliege, ist mir scheißegal. Heißt nicht, weil wir jetzt Bobby Van Damme haben, Tano und Obi, so die Besten aus Icon, das heißt nichts. Die anderen sind auch sehr, sehr krass talentiert. Mowgli, du bist ja in der Gruppe gewesen. Mhm. Ne? Du kannst ja eigentlich viel mehr dazu sagen, innerhalb der Planung. Stimmt das so? Stimmen die Aussagen? Oder war da jetzt irgendwas anderes? Kamt ihr gut miteinander zurecht? Oder was war da? Warum war das so, wie es am Ende entstanden ist? Bruder, ich hab's nicht mehr richtig in Erinnerung. Ich weiß auf jeden Fall, Bruder, ich und Obi haben direkt von Anfang an entschieden, dass wir einen Song zusammen machen, Bruder. Da war auch die ganze Truppe mit einverstanden, Bruder, dass wir den Song machen können. Habt ihr auch immer gesagt, jeder hat eine Stimme oder, also hat jeder immer gesagt, ich bin damit einverstanden, ich auch? Also habt ihr so demokratisch habt ihr abgestimmt quasi? Oder habt ihr einfach so, ja, ich mach mit dem und fertig? Ich mach mit denen und fertig, Bruder. Ja, ja, so. Weißt du, Bruder, ja, so soll ich fragen, das Bruder? Das war ja bei uns auch so, Bruder. Das Ding ist bei uns, wenn die Leute gesagt haben, Bruder, ich hab da eine Idee, was ich mit dem und dem machen könnte, wie Sani und Dorian, hast du ja gesehen, was passiert ist. Ja, ja, klar. So,
Der sagt, dumm, dann nein zu sagen. Sunny sagt, Doren hat mir einen Beat gezeigt. Hm. Doren hat mir die Hook gezeigt. Hm. Ich habe ein paar drauf gemacht, wir haben den Song. Sollen wir das machen? Ja, Walla Bida, wenn Sunny vertraue ich 1000% in dieser Hinsicht, dann mach. Ja, so ja, ein, und so lief das bei denen auch ab, denke ich mal. Also so war das bei euch, ja? Wir haben gesagt, Bruder, ich und Obi machen einen Track, Bruder. Dann hatte das zweite Lied, Bruder, war Bobby, Mohams und noch irgendwer. Und dann ist ja Adaver noch in unsere Truppe gekommen, Bruder. Und Tano und Kenan hatten einen Song zusammen, Bruder, aber wo bleibt Adaver dann, Bruder? Ja, das jeder Ding, von uns musste ja rappen, Bruder. Ja, jeder musste ja, auf einen Song. Dann haben wir am Ende dieses, was gleich kommt, Bruder, den holländischen gemacht, Bruder. Und ein Song vorher war dann Adaver nochmal drauf gewesen, Bruder. Ja, ich muss sagen, Kenan hat hier einfach die komplett falsche Einstellung gehabt, finde ich. Ne, das merkt man einfach an dem, was er sagt. So. Und ich finde auch, so, das kommt ein bisschen so rüber, als wenn er so, keine Ahnung, so sich rechtfertigen will für etwas, wo er eigentlich selber schuld ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ne, du musst in der Gruppe dir deinen Platz erarbeiten und sagen, ey Jungs, ich habe da viel zu wenig drauf. Weißt du? Ja, ne, als ob jetzt einer aus der Gruppe kommt und sagt, ey Kenan, willst du nicht ein bisschen mehr rappen? Das ist ziemlich kurz, was du machst. Ja. Jeder muss auf seinen natürlich, Arsch achten, natürlich. Bruder. Jeder wartet doch nur auf sich. Jeder, so, will ja weiter jeder, wartet, ja, doch, jeder wartet doch darauf, Bruder, dass der zurücksteckt. Ja. Dass jemand zurücksteckt und dann natürlich sagt keiner was, Bruder. Genau. Warum auch? So. Weißt du, auf deinen Arsch ist doch so, Bruder. Ja. So ist es halt. Nein, Hoch muss dein Sänger machen. Ich denke, die Challenge wird so ausgehen, dass unser Team auf jeden Fall gewinnt. Dann einer von Team Handy nach Hause geht. Handy 5-2 aus der Hood, ballert Blei. Redest hinter meinem Rücken, bist du ganz einfach ein Feind, wesh. 100% geben, mein Bruder, ja? Wir müssen am meisten 100%. Natürlich, Bruder. Was geht? Wir machen das schon. Also, nicht nervös sein, Selbstbewusstsein, sehr, sehr wichtig, weil sonst, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Text abliest, siehst du verschwommen, bist ein bisschen verwirrt. Bruder, wenn ich dir reden höre, ne, ich schwöre, wenn ich an die Villa denke. Bruder, der hat an diesem Tag, ne, der war mein Sonnenschein, Bruder. Walla, der war immer gut gelaunt, der war immer guter Dinge und der hat aber auch das gemacht, was man ihm gesagt hat, Bruder. Mhm. Ich hab dir gesagt, Yesin, geh bitte auf den Song mit Dreamer und Wessim drauf, weil da ist bisschen, weiß ich nicht, da fehlt noch ein bisschen was. Ja. Was ist dafür, Bruder? Dann frage ich Wessim, wie viele Zeilen sind denn noch übrig für Yesin? Ja, so 10, 12, kein ganzer 16 auf jeden Fall. Ja. Sag ich, Yesin, ist es okay? Ja. Ja, machen wir. Ja, der kann ja eh nicht raus. Bruder, aber das war geil, Bruder. Weißt du, ja, was ich meine? Der hat einfach geholfen, wo man die Hilfe gebraucht hat, Bruder. Ja. Weil wenn er nicht gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht noch auf den Track gemusst oder so. Ja. Und weißt du, wackelig. Ist wackelig, ja. Bruder. Und boah, der hat einfach Sorge weggenommen, Walla. Ja, der hat einfach meine Sorgen weggenommen, Walla. Jesse, wenn du das siehst, ne? Du hast meinen Arsch gerettet bis an diesem Tag, Walla. Ich bleib hier auf meiner Schaukel, schreib hier seinen Text. Und dann, wenn ich fertig bin, kann ich auch chillen. Also die Vorbereitung verlief eigentlich relativ gut. Wir haben ein gutes Brett vorbereitet, sag ich mal. Ich hoffe nur, dass die Nerven mitspielen. Ja, heute machen wir Kalle. Was soll ich sonst sagen, meine Freunde? Ihr wisst doch, wie es läuft. Was machen wir? Heute machen wir was? Heute machen wir Kalle, guck mal. Kalle. Ewa, wenn wir nicht wir gewinnen, wer soll sonst gewinnen? Bist du in diese Welt geboren, obwohl dich keiner davor fragt? Lage arm, Risiko, Bereitschaft nur für mein Para. Ich bin sehr... Wie heißt das Wort, Bruder, wenn man an sich selber glaubt? Zuversichtlich. Ewa. Bruder, das Wort ist ich glaub schon, Bruder. Was war die Frage? Wallah, wenn man mit 2K ein Interview macht und dann zum Vergleich mit Bobby, Alter. Wallah, geil. Wallah, boah, so eine Schaff, die krankesten Interviews nonstop, Bruder. Wallah, geil, Alter. Aber Mogli, bei dir muss man sagen, du baust ja auch schon sehr, sehr viele Sympathiepunkte bei der Community auf. Auf jeden Fall, Bruder. Schon echt krass. Wallah, ja? Ich will an der Stelle sagen, ich liebe euch alle, auch wenn das richtig schwul klingt, aber ihr wisst doch. Excuse me. Wir haben 2002. Weil ich wusste, dass das kommt. Jungs, wir hoffen, ihr seid gut vorbereitet. Ah, ganz, fängt schon an? Ganz wichtig, schon los, ganz schon los? Wichtig, am 4.11. findet ja das Event in Köln statt. Ja, Mann. Und ganz wichtig, die Ticketpreise, die täuschen. Ich weiß, die sehen teuer aus, aber ihr müsst Early Bird 50 eingeben, damit ihr 50% auf alle Ticketpreise spart. Sonst seid ihr euch dumm und dämlich. Also nochmal, 50% kriegt ihr auch alles. Ist das nicht voll dumm, das, was du eigentlich sagst? Nein, das ist ja, deswegen promoten wir das auch, damit es jeder sieht. Und die Party wird auf jeden Fall veranstaltet von Emre und auch organisiert und geplant. Jungs, heute beginnen für alle von euch offiziell die Challenges in der Villa von Icon 4. Ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg. Ihr habt es auf jeden Fall sehr weit geschafft, jetzt schon. Und ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, ausgeschlafen und fit und werdet hier gleich alles abreißen. Bobby und Hamdi, ihr seid ja die Teamkapitäne von euren Teams. Ihr habt jetzt die Aufgabe, ein Team von euch zu stellen gegen das andere. Insgesamt gibt es 3 Teams pro Gruppe.
Und Bobby, du kannst jetzt dein erstes Team vorstellen. Und Team Hamdi, du kannst dann deine ganzen Jungs nachrufen. Erstes Team, Bobby und Mokri. Das Team, was gegen die antritt, ist West Team, Dreamers und Yesi. Wollt ihr untereinander entscheiden, wer als erstes antritt? Also, ich sehe, dass meine Jungs sehr, sehr sicher sind. Ja. Und ich vertraue auf die und die machen das schon. Nur von Seite schreien. Erstmal Team Bobby und viel Glück, Bobby und Mokri. Boah, die Eric Mokri, Junge. Jetzt bin Jungs, seid ihr ready? Wallah, ich bin jetzt sehr gespannt. Wallah, ich schau, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ey, dann kriegen wir ja voll viele Songs in dieser Folge. Ja, ja. 6 Songs. Guck mal, Bruder, ist nicht mal Dingens. Wir haben voll viele noch vor uns. Jetzt kommt keine Unterhaltung, heute kommen nur Songs. Krank, mein Gott, krank. Ja. Alter, komm von Düften ist dann noch Pippe, Palle und paar Tonnen Chub. Paranoia einstoß, weil ich viel zu oft gerochen hab. Wie komm ich an Schotter Chub? Ey, Kreisler, Sorgen für mein Stich hier in den Knochenmark. Jungs, gestern, als Coco und Henok ihren Aussetzer hatten, haben wir denen die Möglichkeit gegeben, 5 Minuten an die frische Luft zu gehen, sich nochmal zu sammeln und den Auftritt nochmal zu performen. Und die gleiche Möglichkeit möchten wir euch fairerweise auch geben. Wenn ihr das annehmen wollt, dann könnt ihr das gerne nutzen. So, Bruder, hast du eine andere Wahl? Ja, woran willst du das machen, Bruder? Was willst du mehr? So, die überlegen noch so, ja. Scheiß drauf. Aber was war da los, Bruder, mit Obi? Ich muss sagen, Obi ist ein sehr, sehr starker Rapper. Aber der hat oft Textsänger, ne? Nicht so textsicher, ja? Ne? Das hatte der in der Villa oft das Problem. Ja. Auch davor schon auf der Bühne hat der angefangen zu tanzen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was war da los? Also du hast ja bestimmt mit dem geredet danach, oder? Hast du nicht gefragt? Kam draußen keiner hinterher, kein Kameramann. Bruder, ich kann mich schon den ersten Tag nicht mehr erinnern. Hast du das überhaupt mitbekommen, Bruder? Sag, du bist aufgetreten. Ich guck gerade, ich denk mir, wie Versuch 1. Wir haben noch nicht reingekackt, Bruder. Boah, der Song war auch geil. Den hab ich gar nicht gehört. Der war richtig geil. Boah, Walla, von dem habe ich so lange eine Dingens gehabt. Eine Ohrwurm von Dreamers Hook. Walla, guck. Achtet jetzt auf Wasims Text auf. Okay, Jungs, seid ihr ready? Ja. Let's go. Yeah, boah. Hey. Ewa. Yeah. Wasim. Yesim. Dreamers Cartel. Ewa. Oder der Beat ist wild. Ja. Unnormal wild. Bruder. Aber der kam von Dreamer, glaube ich. Aller geil. Der kam von Dreamer, glaube ich. Das hat so auch so voll die Nightcrawler, weißt du? Ja, 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 ja. Früher war ich anders, liebte das Gebetshaus. Ich dachte, ich kann das. Ich wurde erzogen von den allerbesten Menschen. Nein, ich gebe niemals auf, hab das, was jeder zweite Mensch braucht. Mr. Shaitan, ja, ich spreche zu dir. Hör dir öfter mal entgegen, doch ich hab dich im Visier. Mein Schwert durchtrennt dich und dein sündiges Verhalten inhaliert. Halbe Welt, doch ich verteile Almosen, bis du verlierst. Laufe durch ein normales Leben, niemals greife ich zu Drogen und Alk. Hab gelernt, gegen den Strom zu schwimmen, Wunden aus Salz. Treppen die Welt an diesen Abgrund, wo sie schwingt. Sei der beste Mensch im Himmel, Bruder, wird ein anderer Wind. Niemals fall auf die Knie ohne Gebete auszusprechen, niemals. Lauf mit der Masse ohne ihr Genick zu brechen, Dealer. Komm ich schon irgendwann im Leben zur Vernunft. Meine Eltern lieben mich so, Gott will aus nem anderen Grund, ey. Mama weiß schon lange, ich bin zweigeteilt. Ich rede oft von Liebe, ich expose meine Eitelkeit. Ich fühle mich wie befreit in dieser Dunja, die nach Frieden schreit. Alle meine guten Taten hält der Teufel längst für Jeans bereit. Kalt in dieser Welt und spüre keine Liebe mehr. Bald ein Kriegerherz, denn ich sag, laufe durch zu harte Gießen. Bruder, diese Welt hat keinen Wert. Und wenn ich meine Taten wiege, spür ich mehr, spür ich mehr. Boah, Junge, zu harte Gießen. Walla, Walla, ey, guck mal. Bruder, guck mal, Alter. Guck mal, Bruder, ich hab Gänsehaut. Stark, ne? Krass, Alter. Ich hatte es gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Doch, Alter. Bruder, ich schon. Hast du mein Gesicht gerade gesehen? Ich schon, krass. Bruder. Ich war voll weg, Bruder. Bruder, richtig krank, Alter. Und weißt du, warte, weißt du, wie stolz ich war? Weil das ist ja so vermeintlich ein bisschen das schwächere Team bei uns gewesen, ne? Ja, ja. Und ich sehe, der macht das und ich schicke mir, Walla, wenn das schon der Start ist, ne? War das so stolz gewesen? Ich schwöre. Krank, ja. Welt hat keinen Wert und wenn ich meine Taten wiege, spür ich mehr, spür ich mehr.
es wird nicht besser, egal was wir machen. Volle Taschen, Akten, platzen, stur, doch am Hustlen. Die Frage bleibt nur, wie sollen wir es packen? Wenn ein Bruder fällt, hält der andere sein Platz hin. Doch es war nie leicht loszulassen, wir wollten schnell, Bruder, ja, wir wollen Kohle machen. Kopfkarussell, weil die Cops wieder im Wohnung krachen. Doch ich werde es nach oben schaffen. Fokus auf Musik, Jobs als Secondary Lane. Lassen überwiegen auf den Nacken Temporary Pain. Ich checke Change a Game, so wie Harry to the Kane. Doch ich stattdessen Gläser nur mit Baileys und Champagne. Er benutzt geile Wörter. Ja, ja. Voila, die hören. Aber also darauf gehe ich ja nochmal ein da, weil Xandro hat ja dann seine Lyric, Lyric einfach kritisiert, Bruder. Echt? Ja. Krass. Das, wenn die das zeigen, dann ja, Walla, ich geh darauf ein. Ja, okay, aber er benutzt auf jeden Fall nice Wörter. Oder also, geile Reime, Bruder. Das hört sich geil an, muss man sagen. Ja, Reime waren jetzt, war okay, Bruder. Oder Temporary Pain, Harry to the Kane. Walla, das ist ein 10 von 10 Reim, Bruder. Ja, ist gut. Walla, der ist super. Und ich schwimme in der Gegenwart, doch versenke in Erinnerung. Diesen Weg gehen wir jeden Tag, doch habe das Gefühl, wir drehen uns um. Ey. Zwei Seiten, die mein Geist regieren. Laufe durch die Hölle, schack den hinter mir. Von Mama und Baba und Bruder, die am Weinen sind und sehen, wie mein altes Ich-Gesicht verliert. Kalt in dieser Welt und spüre keine Liebe mehr bei dein Kriegerherz. Denn ich sag, laufe durch zu harte Krisen. Bruder, diese Welt hat keinen Wert. Und wenn ich meine Taten wiege, spür ich Schmerz, spür ich Schmerz. Laufe durch zu harte Krisen. Bruder, diese Welt hat keinen Wert. Und wenn ich meine Taten wiege, spür ich Schmerz, spür ich Schmerz. Spür ich Schmerz, spür ich Schmerz. Meine Jungs, hast du gehört, Walla? Meine Jungs, Mann. Ich war stolz, Bruder. Walla, ich war richtig stolz darauf, Bruder. Papa ist stolz. Walla. Der Auftritt war richtig, richtig gut. Wow. Ob sie Lyrik von einem Wasim ist? Bruder, Line für Line habe ich mir Sachen aufgeschrieben, dieses Blatt. Bruder, das reicht nicht. Wie du es rübergebracht hast, die Emotion. Am Ende auch hast du richtig krass gefühlt, habe ich gemerkt. Das war auf jeden Fall sehr stark. Die Lyric war wirklich aus einer anderen Dimension, fand ich. Sehr, sehr stark. Ich schätze dich sehr, Robert. Danke. Abgesehen davon hast du auch kein Handy, ne? Du hast kein Handy benutzt. Ja, ja, Bruder. Ja, ich muss sagen, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil alle anderen hatten zuvor ein Handy. Es ist natürlich kein Muss, kein Handy zu benutzen. Aber du warst der Erste. Du hast dir selber quasi das ein bisschen schwieriger gemacht als alle anderen. Und du hast es trotzdem sehr, sehr stark gemacht, Alter. Ja. Und ich finde, dadurch, dass du das Handy nicht gehabt hast, hast du dich sehr gut fokussieren können. Ja, wie du gewisse Sachen ausgesprochen hast. Das merkt man aber auch, Bruder. Ja, guck mal, der Westin hat ohne Handy performt. Guck mal, wie geil das einfach rüberkommt. Weil aber diese Ader, die rausgegangen ist und so, der hat richtig Gas gegeben. Ohne Handy, man performt anders, Bruder. Walla, anders. Natürlich, Bruder, klar. Dreamers Kartell, deine Stärke ist auf jeden Fall im Singen. Klar, du bist als Sänger hier reingestartet. Es ist eine Überraschung, dass du jetzt rappst. Du bist mit der beste Sänger hier unter uns. Aber wenn du jetzt dieses Rappen auf jeden Fall machen willst, dann musst du auf jeden Fall einen Text noch üben, safe. Bei Yasin hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du dich so ein bisschen ausgeruht hast auf deine Immunität. Du hast ja gerade was zu den Texten gesagt, ne? Das habe ich gesagt. Nein, nein, danach kommt Sandro auch. Okay, noch. Kann sein. Aber ich habe mit Dreamers darüber noch im Nachhinein geredet und der hat mir sogar recht gegeben. Der meinte sogar, rappen tue ich noch nicht so lange. Ja. Ich rappe erst neu. Und er meinte, ich bin aktuell daran, so mehr zu natürlich. Machen. Weißt ja, du? Aber das, was ihr kritisiert habt, das war nicht der Text, sondern so, wie er es rübergebracht hat. Der hat sich manchmal verhaspelt. Manchmal so, weißt du? Nö, ich fand seine Aussprache eigentlich geil. Nein, nein, der hat sich einmal verhaspelt da. Einmal kurz, ich hab's gemerkt. Einmal ganz kurz hat er sich verhaspelt. Ich fand das lyrisch jetzt auch nicht so krass von Dreamer, um ehrlich zu sein. Oh, ich fand's gut, sag ich ehrlich. Also ich fand's gut. Ich fand das jetzt nicht. Alexandro hat da richtig reingeschissen, Bruder, so wie ich Erinnerung habe. Okay. Ja, Reime waren nicht gut und so. So habe ich im Kopf. Ja, das ist erstmal also, guck mal, du hast recht, wenn man bedenkt, dass der Bruder wirklich erst seit, glaube ich, einem Jahr oder so Rap macht, so richtig, dann ist das schon ganz gut. Ja. So, ne? Auch dieser Reim, den du gerade gesagt hast, ist gut, aber Bruder, da geht mehr. Aber ab jetzt vergleichen wir seine Texte mit anderen. Mit allen anderen. Ja, ja, so natürlich. Na klar. Du kannst mehr, definitiv. Das weißt du auch selber, glaube ich. Ich glaube, du weißt schon selber, dass du dir bei diesem Part jetzt nicht die größte Mühe gegeben hast und da mehr geht. Morgen wieder Vollgas auf jeden Fall. Du weißt, morgen endet deine Immunität. Ich habe für morgen Spaß. Okay, Jungs, ihr hattet jetzt nochmal Zeit, euch zu sammeln. Ich hoffe, die Performance von jetzt wird viel besser als die erste, die ihr abgeliefert habt. Seid ihr ready? Dann würde ich sagen, let's go.
Oh, episch. Wallah, episch. Dieser Auftritt war krass. Walla, episch, der Beat, Bruder. Der Beat, Bruder. Let's go. Gefangen, Mann, in Babylon, wirst du weiß, Engel wein, weil die Straße liegt. Die Slider von Kemarisol, für gelben Schein stech ich bei, es gibt für Marge Krieg. Baby, gefangen, Babylon, wirst du weiß, Engel wein, weil die Straße liegt. Die Slider von Kemarisol, für gelben Schein stech ich bei, es gibt für Marge Krieg. Ich komm vom Düften Ethanol, Penner und Batonchab. Paranoia einstürzt, weil ich viel zu oft gerochen hab. Wie komm ich an Shop, da sag, Endstation Offenbach. Nur ein schiefer Blick, so fisch dich hier in dein Knochenmark. Oui, mach Profit, indem ich Gras packe, Kanacke. Papa fragt oft, was ich im Park mache. Billy, eine Tatwaffe, echte, keine Attrappe. Mann, mit 16 gab es Kaffer, Crush mit Glasflasche. So, Bruder, und jetzt guck dir mal diese Reime an. Ja, ja, ne? Ja, Bruder, Obi war zu krank auch, Bruder. Ja, Bruder. Hat zu harte Texte, Bruder. Es krank. Bruder, der hat zu harte Texte, Bruder. Bruder. Muss man schon sagen. So hart. Und dann, wenn du mal bedenkst, wie der eigentlich redet. Das passt gar nicht, Bruder! Woher denn, Bruder? Das passt gar nicht! Und aus den Tatsachen, Vollmaß geht in Edeka. Leben sorgt für Bilder in den Kopf, sagt was für Pelikan. Dribbel über Grenzen, unser Einkommen wird nicht weniger. Strecken bis zum Limit sind im Ghetto Labor-Chemiker. Du sagst Ghetto, doch du redest groß. Voll gut. Geile Performance, Mogli, ja. Alter! Fällt mir hier auf, Bruder! Wisst ihr, das ist aufgefallen, beim ersten Mal hab ich das ja auch mal bei dir angesprochen. Ja, das ist immer gute Performance. Ja, der ist der ja, ich einzige Zappler, Bruder. Der mit der Kamera gut der spielt, so, weißt du? Ja, das ist super, was macht der gut? Taktum, wir legen los. Jederzeit ist eine Heckler am Mann der Tod. Ist mein Freund, wenn er dich in meiner Gegend tot. Gefangen, Mann, in Babylon. Wirst du weiß, Engel wein, weil die Straße liegt. Die Strada von kein Marisol. Für gelben Schein stech ich Bein, es gibt für Marge Krieg. Gefangen, Mann, in Babylon. Wirst du weiß, Engel wein, weil die Straße liegt. Wie vorgefängt den Wurm, der späte überlebt den Tag. Ich bin draußen auf Jagd wie ein Adler. Bist du in diese Welt geboren, obwohl dich keiner davor fragt. Lage arm, Risikobereitschaft nur für mein Para. Du gehst arbeiten, Stunden für Ende Monat Stoff. Starbuck fuckst dich ab, weil der halbstark hier sein Stoff ballert. Die Grundlagenforschung ergab leider, dass du kleiner Notensohn einer bist, der viel labert. Zitterei, Stimme schwankt am Apparat. Der berühmte Spruch, ich hab gar nichts gemacht. 20 Anrufe, plötzlich sind die Abis und die Kusis dran. Komm vorbei, Sektempfang, nach Trovien. Fang den Molotow, die Flamme in meiner Seele hat nach dir verlangt. Horoskop, scheißegal, Gott ist groß. Karma echt, mein Schicksal realistisch. Karten lesen, ich vergess nicht, ich vergess mich. Gefangen, Nein, Bruder, nein. Ich hab zwei, drei Versprecher drin gehabt. Hätte der Flow ein bisschen besser, aber Wallah, ist gut gemischt, Bruder, sag ich ehrlich. Oh, Bruder, was hast du ein Wort hast du so komisch betont, da kam so. So. Ja, ja, das hab ich grad rausgehört. Ja. Nein, Bruder. Aber das ist ja bei jedem. So. Ja, nicht so schön, aber Bruder, kranke Atmosphäre in dem Moment, ne, Bruder. War so krass. Nastrovie. Hammer. Hammer. Auch so diese Combo stellt man sich nicht anders vor. Einfach abgewichst, ja, dreckig. Ja, ja. Weißt du, das habt ihr uns auch gebracht, das war geil, fand ich. Auch, dass du die Adlibs machst in der Hook von Obi, kommt auch geil, sehr, sehr stark. So. Das hat ich ja beim ersten Mal kritisiert bei dir, bei dem ersten Versuch. Ich hab gesagt, wenn du die Adlibs machst, dann mach die stärker. Ja, richtig. Ja. Beim zweiten Mal hat er die perfekt gemacht. Ja, ja, die Strada von kein Marisol, für gelben Schein stech ich Beine, gibt's für Marge Krieg. Wer wie gefangen in Babylon, wirst du weiß, Engel wein, weil die Straße liegt. Die Strada von kein Marisol, für gelben Schein stech ich Beine, es gibt für Marge Krieg. Hat's auch kein Handy? Nein, er hat kein Handy gehabt, der hat kein Handy gehabt. Krass. Deswegen hat er auch so mit Händen spielen können. Auch stark. Sandro mit Pokerface, Bruder, hat dein Leben gefickt. Ich euch auch sehen, Junge. Richtig geile Performance, beide. Du hast das direkt gut gemacht, was ich gerade angesprochen habe. Und Obi Dor mit der Performance. Jetzt kann man euren Auftritt viel besser bewerten. Ich schwöre, ihr wart geisteskrank gut, Alter. Hat mir sehr gefallen. Cool, Bruder. Einmal kurz los, Alter, wie geht's, Bruder? Alles gut? Alhamdulillah, dankeschön. Komm mal einmal beiseite, dankeschön. Warte, geil. Oh, geil.
Hat er geil geschnitten. Ja, ich muss echt sagen, Jungs, es war wirklich die richtige Entscheidung, dass ihr wirklich nochmal rausgegangen seid. Das waren Welten einfach zwischen den Auftritten, fand ich. Ne? Der zweite Auftritt war crazy, Jungs. Voilà, das war sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Die Kombi ist da. Haben die Teammitglieder, die ihr in eurem Team habt, das umgesetzt, was ihr erwartet habt? Ja, auf jeden Fall. Wie ihr wisst, und wenn ihr Icon verfolgt habt, wisst ihr auch, wie ist ein Aggressiver. Da mag diese aggressive Straßenbeat und Mogli auch. Dann haben wir gesagt, ja komm, tut euch doch zusammen. Wir wollten das auch, hat perfekt funktioniert. Haben die bei dir auch? Also bei uns haben die Teammitglieder das auch eigentlich eigenständig ausgesucht, die Richtung. Und ich war also direkt zufrieden mit der Richtung, weil die haben einen Dreamer für mich perfekt eingesetzt, einen Westin perfekt eingesetzt und einen Yesin auch. Aber zu dem Kritikpunkt, den du bei Dreamers genannt hast, das habe ich nicht ganz verstanden. Guck, warte mal. Ich persönlich... Guck mal, da sage ich jetzt. Du. Da sage ich, ich habe Xandro angesprochen, nicht dich. Aber das haben die rausgeschnitten. Anscheinend. Okay. Ja, anscheinend. Das habe ich noch genauso im Kopf. War eigentlich voll geflasht von Dreamers. Guck jetzt, Xandro wird antworten, nicht M. So. Von Dreamers Zeilen, die der gerappt hat. Beispielsweise Harry to the Kane auf Temporary Pain. Das ist so eingebrannt bei dir. Das ist bis heute im Kopf. Der ist nicht eingeblieben. Hast du den geschrieben? War das deine Meinung? Was das Ding ist bei Dreamers Kartell ist, finde ich. Warte. Ja. So wie es ist. Was das Ding ist bei Dreamers Kartell ist, finde ich, ja, aber man merkt einfach seine Gesangsqualität. Übertönt einfach sehr, was er rappt noch. Weil zwar hat er die Line gut gemacht, aber wie der die rübergebracht hat, merkt man halt noch. Ja, von der Delivery, genau. Seine Delivery Antwort war krass. War halt, das ist das, was uns aufgefallen ist. Deswegen dieser Punkt. Bruder, ich meinte eigentlich gar nicht Delivery. Ich meinte echt seinen Text, der gar nicht so wild war. Ja, Bruder, aber Xandro meinte Delivery, Bruder. Ich meinte Text. Und darum dachte ich, ja, aber du hast den nicht gesagt. Ich hab's gar nicht angesprochen, weil eigentlich von einem anderen schon angesprochen wurde. Genau. Und ich bin ja nicht mal auf Emre eingegangen, weil eigentlich hat wirklich nur Xandro, also ich hab nur wirklich Xandro im Kopf gehabt, wie der das so kritisiert hat, so richtig kritisiert hat, aber wurde anscheinend rausgeschnitten, jetzt auch nicht schlimm. Ja. Aber so, darum habe ich auch mit dem da geredet und nicht mit dir, weil, weißt du? Ja. Ich muss meine Leute beschützen, das ist ganz normal. Ich würde euch dann bitten, dass ihr Team 2 dann hervorruft. Wer fängt dann jetzt von euch? Wer will anfangen? Wollt ihr das untereinander machen? Sollen wir das auslosen? Schick deine Jungs. Schick, wenn du schicken willst. Ja, zuerst anfangen. Ja, ne? Stimmt auch. Jetzt müsst ihr einmal. Sag mir bitte nicht Stoke. Anfangen. Schick ich dann Andreas und Dorian rein. Oh, Junge! Vorbei! Ich hab Gluak in den Kampf geschickt. Ey. Vorbei, ich Bruder! Ich hab Gluak in den Kampf geschickt. Bruder, jetzt ist vorbei. Das wird krass. Ja, dann nehme ich danach das Lied mit Tano, wen hab ich da drin? Adava. Boah, jetzt wird's ekelhaft. Moham und Kena. Jetzt wird's ekelhaft. Jetzt wird's ekelhaft. Warte, Stopp. Und da hatte ich aber schon ein bisschen Moralverlust. Warum? Weil der hat ja dann, das ist ja sein Hauptsong gewesen. Das ist Bobbys Hauptsong? Vermeintlich stärkster Song gewesen. Okay. Haben die Jungs gesagt. Die meinten, die haben einen Song mit allen zusammen. Ja. Aber es gibt wohl noch einen Song, da ist Bobby nicht mit allen zusammen, aber das ist dann der stärkere von den beiden. Mhm. Und gegen den wollte ich konkurrieren, weil ich Angst hatte, dass Sunnys und Dorians Song nicht reichen wird. Walla. Und da dachte ich mir so, nein, was hab ich gemacht? Bruder, ich hab reingeschissen. Krass. Nein, weißt du? Boah, ich bin gespannt. Boah, jetzt. Aber du wolltest es so. Ja, siehst du? Siehst du? Ja, mach dir keinen Kopf, Bruder. Geld mit meinem Spruch. Voila, Fische werden ertränkt. Colin, wo bleibt mein Prozent? Bruder, du musst Patent setzen, schnell auf diesen Voila. Spruch. Ganz schnell, Bruder. Florian, von dir erwartet viel, ne? Du hast die Cypher übersprungen. Du siehst ja. 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 Let's go. Boah, let's go. Bruder, das Ding ist, scheiße. Es fängt direkt an, ne? An die Leute da draußen, ihr müsst euch denken, als dieser Song performt wurde, normalerweise die Künstler sitzen da, die Jury hier, bei diesem Song sind alle aufgestanden, waren am Viben. Digga, alle mussten. Bruder, das war unser krank. Plan. Guck mal, unser Plan war es, weil Sunny hat an einer Stelle nicht genug Luft gehabt. Und wir mussten den irgendwie becken. Aber wir wollten nicht als ganze Rasselbande dahinter stehen, weißt du? Darum dachten wir uns, wir machen das von den Plätzen aus, Bruder. Das ist krass. Sind wir abgegangen von den Plätzen aus und da habt ihr ja gemerkt, wie der Vibe dann war. Aber ich, also jedem auch im Raum war direkt bewusst, also ich habe keinen gesehen, der nicht gesagt hat, das wird ein Hit. Ja, jeder, der da rausgegangen ist danach, hat gesagt, ey, das wird ein Hit. Ja, Mann. Immer, schön. Jeder. Ja, Mann. Voila. Es geht direkt los. Tacharia macht Fotos vom Seitenprofil. Walla, der Beat kommt, erinnert mich irgendwie so an irgendwas von Miami Yassin. Bruder, Dorian ist richtig stark, Walla, Bruder. Ja, ich schwör's dir, Dorian ist so krass.
Underrated aber, oder? Ja, ja, aber nach dem, jetzt nicht mehr, Bruder. Ja. Nach dem nicht mehr, Bruder. Und hat der Tour gemacht, was hat der gemacht, Bruder? Free Crew immer noch. Free Crew immer noch. Free Crew immer noch. Free Crew immer noch. Free Crew. Wesh. Free Crew immer noch. Free Crew immer noch. Boah, ich kenn's uns. Taharia macht Bilder von Seitenprofil. Geschäft läuft nicht, weil wir streiten zu viel. Verschiebt das Komma, denn es macht mich reich. Deine Hilfe war nie hilfreich. Drive by Kawasaki Bike. Ibra crush die Blüte klein. Sorry, bringt dich am Block nicht weit. 074, ein Vergleich gibt's kein. Ibra, mach mal, ist klar, ich hab 0,8 im Paper. Da war Bullen weg, meine Lunge tut trotzdem so schnell wie Neymar. Ibra, mach mal, ist klar, ich hab 0,8 im Paper. Da war Bullen weg, meine Lunge tut trotzdem so schnell wie Neymar. Sunny und Dorian kommen, Sunny und Dorian kommen. Pa, pa, Kalaschnikow im Kopf, Kalaschnikow im Kopf. Bam, bam, Bakkeremo war voll laut, Bakkeremo war voll laut. Bam, bam, Ibra, wir holen den Pott. Junge, wir kommen aus Bronx, ey. Lass dich liegen, lass den kranken Wagen. Das ist schon mein Bratische auslachen. Den Knocker tust du wieder aufwachen. Lass dich liegen, lass den kranken Wagen deinen Job machen. Während ich und mein Bratische auslachen, nach dem Knocker tust du wieder aufwachen. Ey, ihr müsst euch vorstellen, in der Jury, ne? Bruder. Ey, wir sind einer nach dem anderen ist gekommen, so gefühlt. Emre macht so, der rastet aus, Bruder. Ich denke, boah, was geht hier ab, Bruder? Ja, es war so ein Bruder, das war so eine Atmosphäre, weil ich hab das nicht erwartet von Dorian. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Krass. Bruder, auch andere werden das nicht erwartet von Dorian, ne? Ja, ja. Der hat ein Statement gesetzt. Ja, Walla. Krank. Aber hast du hörst uns auch im Hintergrund. Ja, ja, aber. Wenn ich so schrei, bam, bam und so, Walla, geh ich ab da. Krank. Machen, während ich und mein Bratisch auslachen, nach dem Knocker tust du wieder aufwachen. Bleib dein Ende nehmen. Doch wenn ich mal live keine Hände seh, dann mache ich so lange weiter, bis die Motherfucker gönnen. Dieser Junge bleibt für immer Heavyweight. Regulier die City nur mit 3-4 Brüder. Zerhämmer deine Body mit dem Heizungskühler. Lege deine Körperteile dann bei dir mit Mercedes in den Kofferraum, verdecke sie mit leichten Tüchern. Klatsch die Zähne gegen Marmortheken. Sagen Bar vom Meten, will dich schlafen legen, muss den Tatort leeren. Weil die Bullen immer wieder nur mit Schlagstab reden. Magic M wie David Blaine, verbrenn die Stage. Bin Navy Davy, Cash is claim. Training day, you get the way. The best in game, no hate and pain. Lass dich liegen, lass den kranken Wagen seinen Job machen. Dich und mein Bratisch auslachen, nach dem Knockout hörst du wieder aufwachen. Lass dich liegen, lass den kranken Wagen seinen Job machen. Während dich und mein Bratisch auslachen, nach dem Knockout hörst du wieder aufwachen. Pop, pop, pop. Krank, voller krank. Oh mein Gott, Alter. Walla, dieses Standing Ovation war meine Idee, Lan, aber keiner von euch ist aufgestanden. Oh, krank, Alter. Ich so, ey, Sandro, lass Standing Ovation machen. Alle werden aufstehen, ich guck, keiner steht auf. Nein, ich wusste doch eh, das andere Team wird niemals aufstehen für uns, Bruder. Das ist normal, krank, Bruder. Oder heftig. Walla. Mann, der Song war aber krank. Ehrlich. Also, Jungs, hätte ich einen goldenen Buzzer, hätte ich jetzt drauf gekriegt. Dankeschön. Boah, Jungs, Alter. Standing Ovation. Krank, ich schwöre, krank. Wo fange ich an? Dorian, ich fange bei dir an. Guck mal, der Vibe, unbeschreiblich geil. Geile Atmosphäre, Bruder, hast richtig gut gemacht. Der Gesangspart hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Performance fand ich von euch beiden sehr, sehr geil. Ihr seid beide abgegangen auf jeden Fall. San Andreas, du weißt selber, ich bin ein Fan von diesen Double Times, Bruder. Und du weißt ganz genau, ich werde horny dadurch. Und Bruder, ich habe heute einen Orgasmus bekommen wegen dir, Bruder. Das war. Aber war Double Time drin? Ja. Aber nicht so schnell wie sonst, nicht ne? So schnell. Ja, ja, sonst ja kann er schneller. Ja, ja, ging ja nicht. Ich sag dir ehrlich, kennt ihr so diesen Moment, du sagst etwas und kurz darauf denkst du, Walla, hätte ich mal nicht diesen Spruch. Ja, Alter. Willi, wie oft ich das habe, Bruder. Walla, dieser Spruch war genau so ein Moment. Dieser Orgasmus, Bruder, ich denk mir, Walla, das war ganz cringe, Bruder. Das war ganz, ganz cringe. Sag das nie wieder, dachte ich mir. Du weißt ganz genau, ich werd horny dadurch. Und Bruder, ich hab heute einen Orgasmus bekommen. Bruder, das war... Das war das Geräusch die ganze Zeit. Ja, ja, ich hab das vorgeatmet, Bruder. So, okay. Es war krank, Bruder. Alles, ja, alles zerstört. Crazy, Bruder. Sehr, sehr stark. Auch diese Reimkette, die du gemacht hast, es ist wirklich... Ich finde, Dorian, das war heute deine beste Leistung persönlich gesehen. Bruder, du hast mich echt nicht enttäuscht. Ich hab gesehen, tamam, ich nehm's zurück. Bruder, du warst echt sehr, sehr gut. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten. Boah, ich bin immer noch geflasht, ne? Große Gruppe, Bobby, ja, ich viel Abwechslung. Kommt jetzt dieser holländische Style? Nein, nein, der kommt nein, 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 das ist der Haupt. Ah, okay. Ich bin sehr gespannt, was er zu bieten hat.
Dann würde ich sagen, let's go. Check it out. Das war dieses oh. Guck mal, der Beat jetzt. Ja. Voilà, Max. Öffne Türen wieder mit dem Brescheisen. Junkie fuckt sich ab, weil Welly triggert Flex-Speisen. Ja. Was war da los? Bobby. Ich bin müde, Bruder. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ich habe 2 Stunden geschlafen oder so, Bruder. Ich wurde aufgeweckt 2 Mal, Bruder, hintereinander. Und warum gehst du denn nicht früher schlafen, Bruder? Ja, Bruder, Wanda, Tobi. Auch wieder von Tobi. Tobi, du Hund. Bruder, ich wurde aufgeweckt 2 Mal, Bruder, hintereinander. Und warum gehst du denn nicht früher schlafen, Bruder? Bruder, ihr hattet halt viel Zeit, ne? Ja, wir und die nächsten Zeit. Tage werdet ihr weniger Zeit haben. Ja, glaub ich dir. Dann startet nochmal rein. Okay, check it out. Konzentrier dich, lies deinen Text schnell nochmal durch und dann let's go. Boah, ich hoffe, das passiert jetzt. Ja, es geht weiter. J'ai trouvé mon chemin, j'ai pas besoin d'un tom-tom. CP Ville sous testen comme y'a la bonne chance. La galère dans nos cités, rouillard sont pas excités. J'suis perdu comme mon petit briquet, hey. Komm jetzt. Hey you, was ist los? Was ist los? Hallo? Walla, ich war schock, Bruder! Walla, geht keiner keiner hat gecheckt, Bruder! Keiner hat gecheckt! Der ist aber einfach weggegangen! Ja, Walla, aber alles irgendwie so hin und her gelaufen, ja? Walla, der hört auf zu rappen! Und Beat läuft so weiter, so, weißt du, was ich meine? Lass mal durch auf gut. Was ist los? Hallo? Bruder, du kannst doch nicht einfach weglaufen! Ja, Bruder, ich hab keine Brille an, soll ich mit Brille den Nerd? Was? Walla, ich hab nichts verstanden. Ich hab keine Brille an, die sehe ich schlecht. Ja, warum ziehst du dir deine Brille nicht an? Ja, weil ich nicht mit Brille rappe. Ja, wie machst du das sonst? Ja, Bruder, aber damit haben wir doch nichts zu tun. Du kannst doch nicht Brille ausziehen. Ja, einfach scheiße, ich sag ja mal, deswegen. Ich sag mal, ganz komisch. Bruder, das Bruder, konzentrier dich, du ziehst deine ganze Gruppe gerade mit runter. Das kannst du nicht bringen. Geht nochmal 5 Minuten raus. Walla, sammelt euch. Dritte Chance, das geht nicht. Jungs, letzte Chance jetzt, geht sammelt euch. Walla. 5 Minuten raus und sammelt euch. Am besten zieh Brille an oder so. Walla. Mach das. Walla, ey. Ist so. Aber ich hab gesagt, ich hab. Was hab ich mit seiner Brille zu tun, Bruder? Und der sagt das noch voll sauer, als wenn wir gesagt haben, zieh Brille nicht an. Walla, geiler Spruch. Walla. Aber Bruder, glaub mir, ich seh Meme darauf. Morz, ich küsse dein Herz, aber Bruder, ja, nee. Walla, was hatten wir mit seiner Brille Walla zu tun? Walla, Alter. Bruder, aber ey, das ist ein Meme. Eine Sache. Der, das war jetzt der zweite Patzer, ne? Mhm. Wir dachten, es ist vorbei. Also, mein ganzes Team, wir dachten so, wir sind durch, so mäßig. Mhm. Dann sagt er, habt ihr noch eine Chance? Wir waren ein bisschen down, Bruder. Wir dachten uns, Walla, fuck. Guck Alter. Mal, Bruder, das Ding ist, dieser der erste Auftritt, Patzer. Guck mal, wir müssen natürlich auch irgendwo an die Show denken und ja, an die Zuschauer, weißt du? Ist so. So, es ist einfach viel geiler, wenn dieser Song sitzt, geil ja, rauskommt, Bruder. Es ist besser für die Künstler, es ist besser für die Show das und es ist besser für die Zuschauer. Das haben wir uns auch gedacht. Weißt du, was ich meine? Klar, du könntest jetzt sagen, Jungs, ihr seid raus oder ihr habt verkackt, so, das ist vorbei. Aber das tut euch auch nicht gut, Bruder. Das macht ja keinen Sinn. So. Nein, nicht uns, Bruder. Der Show, du guckst das Format wegen den Songs. Eben. Nicht wegen den Songs. Eben. Und so, dass wir die jetzt nochmal auftreten lassen, es ist auch für die Künstler gut, Bruder. Ja, weil dadurch haben die noch einen geileren Song rausgebracht. Vielleicht geht der dann viral und dadurch werden die bekannt. Kann auch sein. Das weiß man ja vorher nicht. Mit seiner Brille zu tun, Bruder. Und der sagt das noch voll sauer, als wenn wir gesagt haben, zieh Brille nicht an. Das ist Skandal. Das ist das Problem. Ist, Bruder, die große vor uns, Bruder, die war so krass. Ja. Ach, Bullen. Drama über Drama. Guck mal, ich muss sagen, ich muss kurz was erzählen dazu. Die Bullen, ich habe das ja auch schon in meinem Vlog gezeigt, ne? In unserem Vlog. Guck mal, Bruder, ich laufe da gerade hin, ich habe mitbekommen, Bullen. Ich so direkt, geil, Kamera, YouTube-Video, Vlog. Ich denke direkt so, ich hole raus, Bruder, ich laufe Richtung Tür und da kommt schon der Tobi, der sagt, alle Kameras weg, sagt die Polizei. Ich so, sie kennen, Bruder, ich brauche das. Auch wenn es nur eine Sekunde ist und ich dadurch Anschluss bekomme, was wollen die machen, Bruder? Walla, was wollen die denn machen? Walla. Anzeige wegen Video oder was wollen die machen, Bruder? Ich denke, du musst einmal draufhalten für diese YouTube-Video, dann hast du deinen Titel schon mal gesichert, Bruder. So dachte ich mir.
schwer. Ich gehe dahin, die Frau so, einmal ihren Ausweis bitte. Nein. Direkt. Aber auf Deutsch? Nein, nein, auf Englisch hat die irgendwas gesagt. Walla, Polizei kommt, du läufst Richtung Eingang, ich lauf Richtung Ausgang, Bruder. Walla, Wille, ich weiß noch, du. Bruder, der war direkt im Garten über alle. Ja, der war schlimm, aber als erstes bin ich zu Mowgli gegangen. Zu Mowgli, Bull! Ich guck nicht alle. Die Hälfte ist zu Mowgli. Ich meinte so, Bruder. Und so, weißt du, ich meine, alles mit Walla, Bruder, Dorian hat mich ist mit mir gelaufen noch, Bruder. Ja, den ganzen Weg. Was ist? Also meine Gurkas, ich sag euch ehrlich, sieht schlecht aus. Walkie Talkie, pass auf, du lässt das abspielen. Wir haben leider ein Problem, Ruhestörung und mussten jetzt leider die Performance der Künstler abbrechen. Sieht auf jeden Fall schlecht aus, mitten im Dreh, Bruder. Auf einmal, wir mussten das auf jeden Fall jetzt abbrechen. Wir gucken jetzt, wie wir das machen, wie der Dreh weitergeht. Ist auf jeden Fall sehr frustrierend, aber ich denke, wir kriegen das schon geregelt. Wir finden schon eine Lösung. Wir finden eine Lösung. Also du hast ja gerade dein Part noch geschafft, Bruder, aber so Sachen wie Worms, Bruder, kannst du einfach weg. Die machen. Rap einfach mit Brille. Scheiße, es geht um Leistung, Bruder. Die wollten gesehen werden. Ja, geht da jetzt rein und rasiert das mal. Schick. Wir machen das noch einmal. Guck. So Jungs, habt ihr euch nochmal besprochen? Ja, ja. Okay, sehr gut. Ich sehe, Mohams trägt Brille. Let's go. Komm, ich schaff das. Mann, das ist jetzt so ein Meme, ne? Öffne Türen wieder mit dem Brecheisen. Junkie fuckt sich ab, denn Wellit steigert Flexpreise. Im Fluchtwagen mit einem geklauten Kennzeichen. Alles ist okay, auch wenn wir so langsam entgleisen. Komme wieder rein, mach dir mal keine Sorgen, Block, Madame. Oh, wie lange ich bei dir bleibe, frag gar nicht, es kommt drauf an. Viel zu oft hab ich leider schon enttäuscht. Voila, diese Straße machte paranoid. Begehe Sünden, auch wenn ich es bereu. J'ai trouvé mon chemin, pas besoin d'un tom-tom. ZP will zu testen, red nicht viel und bonne chance. La guerre dans nos cités, Roya, j'suis pas excité. J'suis perdu comme mon briquet, défensive et wie piqué. J'm'ai soulevé, aber Roya, ich muss loslassen. Brüder brauchen Vorlage, muss ich wie groß passen. Ich bin ich, fickt euch alle, was für groß machen. Ich nehm euch nicht ernst, denn ihr seid alle zum Auslachen. Überall nur Augen von den Zivis. Wollen raus aus der Menge, so wie Genie. Es geht um Para, um sein Scheigen, wollen Milis. Leute machen Politik, so wie ein Tivi. Kriminal, renn vor Polizei, Schwebus in Gefahr. Hoffnung verloren, ach die Hoffnung verloren. Kriminal, renn vor Polizei, Schwebus in Gefahr. Hoffnung verloren, ach die Hoffnung verloren. Trägeros sind unerreichbar. Puffen die Gibbets wie auf Jamaika. West Coast ist die Heimat. Geld auf die Schnelle, uns läuft die Zeit. Gib mir das Mic up, represent der Ferro wieder voll auf Sittler. Alle wie Dead, Gian, neun Stunden, denn das Spiel ist nix für Pisser. Ah, Kano ist on point, we made it. Kaffer bei der Joint voll Haze. Fokus ist die Eins, denn ich Bretter, doch Leute, hey. Ja, ja, wir wurden aufgewarnt, doch es war auf sich ganz klar, denn wir waren voll im Wahn. Hey, vor Gott bitten wir in Scham, es war vieles, was sie nahm und wenig, was sie gab. Hey, hinter gut laufen Verfahren, ich bin wieder angeklagt, denn ich dachte wenig nach. Guck die Stimmung jeden Tag, mit der Zeit wurde mir klar. Bruder, überall nur Augen von den Zivis. Wollen raus aus der Enge, so wie Genie. Es geht um Para, um das Scheigen wollen Miris. Leute machen Politik, so wie ein TV. Kriminal, renn vor Polizei, ja. Schwebus in Gefahr. Hoffnung verloren, ach die Hoffnung verloren. Kriminal, renn vor Polizei, ja. Schwebus in Gefahr. Hoffnung verloren. Check it up. Ja, Jungs, geht doch. Morgens, eine Brille hat hier geklappt. Voila, Bruder, mit so einer Leistung kannst du schlafen gehen. Bruder Bobby, Hookmonster und Tano, Bruder.
Wallah, Sahbi. Ich muss ehrlich sagen, von dir habe ich sehr wenig gehört. Also es war wirklich kurz. Ich hab irgendwie bei Kennern waren 4 Zeilen oder so, nur, ne? Weil nur die Pre-Hook. Ja, eine Genie auf Zivi, ja, zweimal und dann irgendwas Pre-Hook. Noch und dann noch was. Ja, das war halt die Pre-Hook. Ja, der hat zweimal die Pre-Hook übernommen, ja, aber wie willst du damit weiterkommen? Ja, ja. Weißt du? Ja. Ich meine, der hat im nächsten Song auch noch was gehabt. Mhm. Ja, ja, aber das war auch sehr wenig. Auch wenig. Ich glaube, ja, aber das spreche ich dir an, oder nicht? Nein, ja, schon. Gleich. Ich das Gefühl, das war irgendwie, ich weiß nicht, viele Zeilen waren das? 4? Also Pre-Hook. Also ich muss wirklich sagen, 3 aus der Gruppe haben mir gar nicht gefallen. Und das ist zum einen Mohams, das ist Kenan und das warst du. Bei Mohams, wir haben sehr, sehr oft angesprochen, dieses Französische, das überbrückt einfach sehr, sehr viel. Weißt du, du kannst uns auf Französisch erzählen, was du willst und wir verstehen es nicht. Weißt du, es hört sich nice an, ja. Aber Bruder, das muss auch einen Sinn haben, weißt du, was ich meine? Als du den Switch gemacht hast zwischen Französisch und Deutsch, das ist zu unverständlich. Weißt du, was ich meine? Deine Aussprache ist nicht richtig. Warte. Daran musst du auf jeden Fall arbeiten. Warte. Kenan, ich fand zum einen dein Part viel zu kurz. Was wolltest du sagen, Bruder? Das ist Französisch, was du da angesprochen hast, ne? Das hat dein Genick gebrochen, Bruder. Wie? Wegen dieser. Im Trailer hat man auch gesehen, wo ich das angesprochen habe, im Battle, Bruder. Wo ich mit dem. Red doch mal Deutsch. Ja, voilà. Ja. Das war genau der Grund, Bruder. Das war genau der ausschlaggebende Punkt, dass ja, das, in die Szene gekommen ist. Ja, ja, aber Bruder, das ist Gegnerbezug. Im Battle Rap ist das so Gegnerbezug. Musste das sein. Das musste ja, kommen, Bruder. Das war eine geile Line, Bruder. Oh, Bruder, voilà. So. Das war der Ursprung der Line, Bruder. Aber selbst wenn ich das nicht gesagt hätte in dieser Runde, hättest du den Line trotzdem bringen können, weil wir es oft genug gesagt haben bei ihm einfach. Safe, ne? Safe, safe. So, und jetzt wieder Französisch einfach. Ja. Daran musst du auf jeden Fall arbeiten. Kenner. Eigentlich, der hätte ab dieser Villa gar kein Französisch mehr bringen müssen. Bis vielleicht ganz bisschen. Oder paar aber nicht, so, paar aber nicht direkt den Start oder den Einstieg mit Französisch und dann, weißt du, so lang. Ich finde das ein Schwild. Und das Französische unterstreicht den ja auch ein bisschen. Ist ja auch so. Das ist ja auch sein Markenzeichen. Digga, der hat sein Handy auf Französisch, alles. Voilà. Ja, ja, aber, Bruder, weniger, aber was soll ich denn da bewerten? Da muss er zu einer französischen Show gehen, Bruder. Voilà, ich verstehe doch nicht. Du musst den Vibe, Bruder. Weißt du, was ich meine? Deine Aussprache ist nicht clean. Daran musst du auf jeden Fall arbeiten. Kenan, ich fand zum einen dein Part viel zu kurz und zum anderen fand ich dafür, dass das so kurz ist, extrem schwache Lyrik einfach. Schade, mir wurde nicht das gelassen, was ich kann. Da musst du dich durchsetzen. Ihr seid 7 Leute in der Gruppe. Ihr seid 7 Leute in der Gruppe und wenn du dich unterdrücken lässt, jetzt schon, Bruder, dann wirst du nicht weit kommen. Sorry, da stehen die in das Wortsprecher, aber Bruder, unterdrücken kann man das nicht nennen. Nicht so unterdrücken. Ja, ich weiß, was du meinst, aber guck mal, wir haben so Beats ausgesucht, Bruder. Wir haben dir alles vorgeschlagen, Bruder. Der hat dir viel gezeigt. Wir haben dir alles viel gezeigt. Und du hast dich sogar bei diesem Beat, was wir gerade gemacht haben, hast du gesagt, boah, das ist genau mein Style, da fühle ich mich am wohlsten. Hab ich gesagt, komm drauf. Ja, aber wir hatten ja schon alle unsere Parts da drauf. Und du hast später dann gesagt, boah, da fühle ich mich am wohlsten, Bruder. Oder ich will ihn nicht irgendwie jetzt volllachen oder so, ist passiert, ne? Er hatte einen Part, einen Hook. Weißt du, ich meine, jeder hat seinen Part so. Sogar er hat einen längeren Part als ich, aber. Aber Bobby, da musst du auch als Teamkapitän hingehen. Du hättest zum Beispiel nicht eine Fünfergruppe machen können. Du hättest zum Beispiel einen Mohams auch zu der Gruppe mit Mogin schicken können. Er kann die Rap, also die Schiene kann er auch gut spielen. Ich war ja eigentlich schon vorbereitet. Weißt du, da hättest du vielleicht nicht so eine große Gruppe machen müssen. Ja, wir hatten so, dann müsst ihr auf jeden Fall in Zukunft besser miteinander arbeiten. Bruder, ich sag dir aber so, ne? Gestern habe ich gemerkt, ich habe nur auf andere geguckt und ich habe gar nicht meinen Text, deswegen bin ich auch so unvorbereitet. Ich habe nur auf andere geguckt. Gestern habe ich mich komplett nur um Kenan gekümmert. Ich habe den Beats gezeigt, ich habe den das gezeigt, ich habe geredet. Bruder, ich habe das alles ganze gestern gemacht. Auf jeden Fall, Bruder, ich habe ganze Zeit halt gesagt, ich habe den versucht ganze Zeit anzupassen irgendwo. Das hat in der ersten Nacht gestern nicht geklappt. Heute Morgen hat's hat es geklappt. Ich habe Beispiel mit Daniel direkt an die gemacht. Direkt online. Guck mal, wir können diskutieren bis morgen früh. Ja, wird jetzt nichts mehr ändern. Ne? Das Ergebnis steht auf jeden Fall fest und das war auf jeden Fall zu wenig. Nächstes Mal müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr euch das anders einteilt. Ich muss sagen, Hamdis Gruppe hat es auch sehr, sehr gut hinbekommen. Zweiergruppen beispielsweise, die Konstellation war auch sehr, sehr gut. Ob es jetzt daran gelegen hat, woran auch immer auf jeden Fall, aber das war definitiv zu wenig. So, und das kannst du nicht auf andere schieben. Ihr habt ja jetzt noch eine Gruppe. Hat ja. Was ich dazu sagen muss. Ich finde, wir haben uns gut ausgedrückt. Ja, ja, das kann, glaube ich, auch jeder verstehen, oder? Ich muss auch dazu sagen, worauf ich gerade schon eingehen wollte, an diesem einen Abend beispielsweise, wo Kenan dann zu uns gekommen ist, ne, und Bobby ist dann auch da gewesen für einen Moment und hat gesagt, ey Kenan, lass mal jetzt weitermachen, wir gehen hoch, komm auch. Mhm. Weißt du, aber Kenan ist nicht hinterhergegangen. Ja, ja. Weißt du, wo ich den dann gefragt habe, ey guck mal, der Bobby hat doch dir jetzt gerade gesagt, und da waren die auch schon in der Diskussion, der Bobby hat doch dir jetzt gerade gesagt, komm mit hoch, wir machen, warum gehst du nicht? Da meinte der auch so zu mir, ja, das ist nicht mein Stil und ich habe keinen Bock auf sowas und so. Kannst du, weißt du? Kannst du uns genauer sagen, was das Problem war innerhalb der Gruppe? Hast du das mitbekommen oder irgendwie von Kenan? Nee, gar nichts. Kannst du gar nichts draußen, Bruder. Ich hab mit Obi mein Ding gemacht, Bruder. Ich hab mir gedacht, ich hab mein Track, Bruder. Lass mich in Ruhe, Bruder. Was wollt ihr noch von mir? Ja, so.
Hat das irgendeinen Grund, warum dieser Song, der jetzt am Ende, genau am Ende kommt, warum ist er nicht am Anfang? Bei mir ja, weil alle Künstler drauf sind. Ach, ihr seid jetzt zu siebt, also Cypher-mäßig. Also zu fünf war schon schwer. Seid ihr zu sechs mal ist? Auch. Adavar war eigentlich drauf. Ja. Nur haben wir Adavar dann rausgetan für Kenner, damit der sein Part noch hat. Weißt du, ich meine, da nur zu. Ich hoffe, dass das jetzt mit einem mehr dann auch eher klappt, ne? Mit, ja, hoffentlich. Wie machen wir das? Werden wir von den Start? Ist geil, Mann. Ich würde sagen, du zuletzt mal geht. Hey, haben die dein Song auch? Wieso am Ende ist das? Das war eigentlich eine Fehlkalkulation, sag ich euch ehrlich. Wir wollten eigentlich den Bobby-Song antreten und dann hat der kurz Fuchs gemacht, hat der gedreht und dann musste nicht. Und dann habe ich es vorgeschickt. Ich gerade sagen, dein Song hätte gegen unser gewonnen. Der hätte mitgehalten auf jeden Fall. Mitgehalten? Stark. Willst du sehen, ob wir gewinnen? Ja? Willst du sehen, ob wir gewinnen? Oder jetzt hab ich noch so dieses. Jungs, seid ihr ready? Boah, okay, ready. Komm, jetzt lang. Hey, ich hoffe. Weißt du? Ja, sag du. Ich hoffe, jetzt wird einfach mein Gesicht gefilmt. Ich hab einfach Herzklopfen lang. War das dieser Song, wo du so gemacht hast? Ja, genau. Ey, achtet mal bitte gleich drauf, wenn ihr seht. Ey, im Auftritt, der macht einfach, weil ich das so fühle. Ja, Mann, und ich sehe dich so. Ja, Bruder. Ich höre ganz schnell auf zu nicken. Ich denke, bin ich dein Fan oder was? Nichts von mir. Hör doch auf. Zeigt er beim Auftritt auf mich. Ich wollte irgendwas sagen. Ach so, ab diesem Moment dachte ich mir, ey, Bruder, jetzt musst du doppelt so viel konzentriert sein, weil du hast schon vier Songs gehört. Ja, Mann. Weißt du, irgendwann macht dein Hirn auch zu, Bruder. Vor allem, da war ja Polizei und so. Ja, boah, da ist so viel passiert. 31 schon. Das war für Jury und für Künstler, die noch da waren, schwer, Bruder. Ja, Wallah. Wenn 100% noch nicht ausreichend sind, pack ich weitere hinzu. Zwei Diamanten aus Antwerpen, die nicht verlerven, nur im Windzug. Viele werden. Kiris, du hattest gerade einen Aussetzer. Wollt ihr, dass das so dabei bleibt und dass wir darüber entscheiden? Oder wollt ihr nochmal vielleicht einen neuen Versuch annehmen? Wir würden gerne einen neuen Versuch machen. Okay, Jungs, seid ihr ready? Ja. Alles klar. Konzentriert euch. Dann let's go. Wesh, haben die 5-2. Hör gut zu, Bruder. Nein. Kiris, Synchron 9. Okay, aber wo war das Langfeld? Bruder, das war ja schon der zweite Versuch, Bruder. Ach so. Ich war schon voll weg, Bruder. Ich wollte einen hinter mir bringen. Der hat sich verändert. Seit Villa kennt er kein Langfeld. Ach, Quatsch, Bruder. Langfeld, mein Herz, ihr wisst doch. Ah. Wesh, Langfeld ist da. Ah! Langfeld ist da, Bruder. Ja, siehst du? Wie viele Leute habe ich fallen sehen? Wie viele Leute haben sich angelegt? Es ist dunkel in Langenfeld geschossen. Sie haben Patronen jetzt alle verschossen. Samuel, ich komm aus nem Block, wo du hungern musst. Die Männer verzocken den Monatslohn. Bitte sei nicht geschockt, das ist Untergrund. Hier gibt es Dealer, Knast oder Obdachlos. Ey, sag mir, wer will mich testen? Sag mir, wer will mich brechen? Ich hab es allen gezeigt. Langenfeld weiß, ich gehör zu den Besten. Freunde sind Feinde plus Verräter. Ich komme von unten wie Tunnelgräber. Jungs aus der Hut sind Umsatzjäger. Bra, wir ziehen dich nach unten wie Undertaker. Wir wollen Pesos sehen, Eros sehen, denn am Ende können diese Probleme nehmen, die uns quälen. Im Block geschätzt so wie ein Phänomen. Je regrette tout, Mama, je suis désolé. Viel zu spät für einen anderen Weg. Ich wollte raus, aber Bruder, ich wurde abgelehnt. Pardon, ich geh meinen Weg. Und für die Fehler, die waren, muss ich trotzdem einstehen. Das Leben spielt nicht nach deinen Regeln. Wir sind gefangen im Elend. Doch müssen uns weiter bewegen. Denn sonst jagen uns die Probleme. Steck fest in der Sackgasse. Komm nur raus, wenn ich was mache. Ist ein paar Passable. Brüder gehen rein wegen einer Anklage. Alles Tatsachen, wey. Hör gut zu! Wenn 100% noch nicht ausreichend sind, pack ich weitere hinzu. Zwei Diamanten. War dieser Break geplant? Ja. Ja. Das war, ja. Okay. Wenn 100% noch nicht ausreichend sind, pack ich weitere hinzu. Zwei Diamanten aus Antwerpen, die nicht verderben, Beine im Windzug. Viele Vampire, sie lauern, sie wissen wir beide, wir haben es im Blut. Kopf hoch, aller Klimmzug. Wir wollen Pesos sehen, Eros sehen, denn am Ende können diese Probleme nehmen, die uns quälen. Im Block geschätzt so wie ein Phänomen. Je regrette tout, Mama, je suis désolé. Viel zu spät für den anderen Weg. Ich wollte raus, aber Bruder, ich wurde abgelehnt. Pardon, ich geh meinen Weg. Und für die Fehler, die waren, muss ich trotzdem einstehen. Viel zu spät für den anderen Weg. Ich wollte raus, aber Bruder, ich wurde abgelehnt. Pardon, ich geh meinen Weg. Und für die Fehler,
Jeder die Wahrheit muss ich trotzdem einstehen. Danke, Mann. Voilà, sehr, sehr stark, Alter. Danke, Mann. Krass. Aber das war gar nicht diese mit diesem Finger. Nein, der erste war mit dem Finger, Bruder. Der hat rausgeschnitten. Der hat gar nicht Jury-Gesichter gezeigt. Doch, schade. Doch, doch, bei dem ersten hab ich so gemacht und so, Bruder. Achso, Jury-Gesichter hab ich gesagt. Ja, stimmt. Schade, Digga. Alle, voilà, los. Nein, Bruder, bei dem ersten hab ich doch auch gesagt, da war ich doch fertig mit dieser Performance, hab ich gesagt, guck ich Bobby an, sag ich, wer fordert wen heraus, hä? Erinnert ihr euch noch? Schade, ja. Walla, Alter. Schade. Haben die rausgeschnitten. Das wäre lustig gekommen. Mit dem Vibe, Bruder, walla. Das wär richtig geil. Ihr habt alles enttäuscht, deine Gruppe ist komplett fertig. Also ich hatte mir was aufgeschrieben bei dir, Hamdi, was du jetzt besser gemacht hast als vorher, und zwar wie die Luftprobleme. Dankeschön, ich wusste es. Das hast du jetzt sehr gut hinbekommen, ich habe richtig drauf geachtet, du hast auch richtig gut zum Vor. Weißt du, was ich gut bei dir fand, Hamdi? Du bist ein Künstler, so, auch wenn man dich kritisiert, du gibst zwar dein Kontra, du sagst so, nee, ich sehe das so und so, aber du nimmst das trotzdem an. Ja. Weißt du, was ich meine? Du setzt das trotzdem und du denkst dir, okay, ich habe dir mein Kontra gegeben, aber wenn ihm das nicht gefällt, irgendwo muss ich trotzdem mich, der hat auch recht. Genau, weil weißt du warum? Der sagt das ja nicht umsonst. So. Verstehst du? Ne? So. Das fand ich sehr, sehr stark. Das hat man zum Beispiel hier gemerkt. Ja. Weißt du? Porsche eingebracht, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Boah, Hamdi, ich sag dir ehrlich, du hast mich echt nochmal überrascht, Bruder. Also wir wissen ja alle, was in dir steckt, dass du sehr viel Potenzial hast, aber dieser Auftritt war nochmal, du hast nochmal einen draufgelegt, muss man sagen. Bei Kiris muss ich sagen, der Gesangspart war ein bisschen schwächer als in der Cypher. Ich weiß, du kannst eigentlich viel, viel krasser singen, Bruder. Dann ist es ja, halt so, dann muss ich mich halt in der nächsten, sollte ich in die nächste Runde kommen, mich halt verbessern. Das Ding ist, du weißt ja, du kannst ja damit umgehen, dich zu verbessern. Das auf jeden Fall. Dann musst du in der nächsten Runde auf jeden Fall Gas geben. Was ich halt bei dir so ein bisschen vermisst habe, ist das, was Hamdi gezeigt hat, und zwar dieses Hochgehen mit der Stimme. Das ist das, was mir so richtig gefehlt hat, weil eigentlich bist du da, ist das auch einer deiner Stärken, die du halt zeigen kannst. Nehme ich an. Guter Auftritt. So, das war im Großen und Ganzen eher so der Gesangspart, weil deiner so krass hoch war, konnte er nicht noch zum Vorschein kommen, weil dadurch ist er ein bisschen, hart gesagt, untergegangen. Ja. Weißt du, und deswegen musste er diese Gesangsparts nehmen, wo es nicht so in die Höhe ging. Ja, ich weiß, Bruder, Problem war auch, der Keris hat eigentlich auch einen anderen Part, also der zweite Part, der war komplett neu geschrieben, hat in der Villa komplett neu gemacht, wo ich ihn auch meinte, Bruder, mach das nicht, weil du bist unsicherer, wenn du den neu schreibst, anstatt dass du den so lässt, wie er ist, weißt du? Und der meinte, nein, Bruder, wenn aktuellere Zeilen drin sind, das ist geiler und so, hat der auch zum einen recht, aber Bruder, ich wäre lieber auf Sicherheit gegangen, weißt du? Ja, weil in seinem zweiten Part sind auch geile Gesangs, also in dem normalen zweiten Part sind auch richtig geile Gesangspassagen, Bruder, aber die waren da nicht. Das hab ich ein bisschen, aber willst du machen, Bruder, ja. Dankeschön. Seid ihr ready? Okay, let's go. Oh, jetzt kommt der Holland-Style, ne? Mhm. Ja. Wessen Idee war diese holländische? Bobby? Naja. Und waren alle damit einverstanden? Ja, eigentlich schon, Bruder. Haben alle das gefeiert? Ja, Bruder. Das war der beste Track, Bruder. Bruder. Yeah, check it up. Der hat doch jedem Spaß gemacht, Bruder. Bitte? Das hat doch jedem Spaß gemacht von uns, Bruder. Das war das, weswegen wir das so gefeiert haben, das Bruder. Das hat doch Spaß gemacht, zuzuhören eigentlich. Ja. Baby, Aschebliff, verzeih, denn ich verteile aus Taschigift. Komm mir in die Quere und du krepierst an dem Rattengift. Das ist andere Shit, verkauf Diploma, denn das hab ich nicht. Ich hab andere Tricks, Bobby van der Malias abgewichst. Bounce back, West Coast Cover. Leg 3 für die Chicks, aber 6 beim Ballern. Precious Kanaks, sie wissen, dass das Platte Gold geht. Du hatest meine Mucke, besser dann entfolgt mir. Du hatest mich, weil du heimlich Fan bist. Fuck mich weiter ab, kommst du direkt auf die Blacklist. NRW represent, keiner hackt dich. Sippig in die Krise, bei uns gab es keine Nachtisch. Ola Mama hat mir immer gesagt, halt Abstand von diesen ganzen Slums. Oh. Doch bis heute hat es leider nicht geklappt. Denn Van Damme wird geboren auf der Straße. Überfälle fallen spontan. Spontan. Die Ware heute konstant. Konstant. Guck mal, Adam, wer mit seiner. Guck mal, Adam, wer sein Glas? Der hat ein Glas gerappt, ne? Ja, stimmt. Bruder, der rappt da mit seiner Mische, Alter. Der Bruder ist mit Mische da, Alter. Ja, Mann. Fälle fallen spontan. Spontan. Die Ware heute konstant. Konstant. Von der Seite und nicht frontal. Frontal. Hab ich nicht gesagt. Nimm das lieber mit ins Grab. Überfälle fallen spontan. Spontan. Bringt die Ware heute konstant. Konstant. Von der Seite und nicht frontal. Frontal. Hab ich euch gesagt, nehmt es lieber mit ins Grab. Im Pesto, mein Jesscode, Ernesto, sein Flexol. Haschasch im Bendo, mein Hass grün wie Pesto. Siehst du den Cashflow, Mann, Kripus auf Sendung. Wünsch Freizeit für Brüder in Ketten wie Django. Habt ihr bei Obi diesmal die Aussprache gehört? Komplett anders.
Ernesto. Mit der Bruder, geil, Alter. Die halt mal deine Backen, Billy. Moon, was für Paragraph. Ghetto-Kids mit Träumen weiter pressen bis zum Avantgarde. Depression ballert hart, Gangster, die hier Parazin. Deutsche Rapper fehlen wieder Eier, so wie Fabergé. Wir gehen Hektik, geht schief meine Taktik. Warum die Laune wie die weißen Steine auch wegbricht. Und der Kommissar zivil getarnt, er will mein Arsch. Doch ein Chrisa von meinem Fahrer findet er ihn ein niemals. Pareta, Pareta, sie machen auch Gangster. Ich sag dir, wie es geht, verbeut dich, ich bin der Täter. Verdita, komm vorbei. In Panamera, Faba Marina, Tag wie ein Favela. Walla Mama hat mir immer gesagt, halt Abstand von alten Slums. Doch bis heute hat es leider nicht geklappt, denn Van Damme wird geboren auf der Strato. Walla Mama hat mir immer gesagt, halt Abstand von diesen ganzen Slums. Doch bis heute hat es leider nicht geklappt, denn Van Damme wird geboren auf der Strato. Überfälle fallen spontan. Spontan. Die Ware heute konstant. Konstant. Von der Seite und nicht frontal. Frontal. Hab ich euch gesagt, nehmt es lieber mit ins Grab. Überfälle fallen spontan. Spontan. Bring die Ware heute konstant. Konstant. Von der Seite und nicht frontal. Frontal. Hab ich euch gesagt, nehmt es lieber mit ins Grab. Ich muss anfangen mit deiner Performance. Zwischenzeitlich muss man sagen, habe ich dich so für ein paar Sekunden gar nicht mehr gesehen. Du hast dich nicht einmal nach links oder rechts bewegt. Du siehst doch, dass die ganze Zeit einer vor dir tanzt. Du musst doch vor der Kamera performen. Janne, such dir eine Lücke. Es gab oft genug Situationen, wo man dich nicht mehr gesehen hat, wo du einfach verschwunden bist hinter den anderen. Weißt du, was ich meine? Und du musst dir dein Spotlight selber suchen bei so einem Auftritt. Hast du dich nicht wohlgefühlt in der Gruppe? Null. Wie kommt's? Sag ich dir offen und ehrlich. Ja, die lassen... War nicht mein Ding. So, ich hatte einen. Wo ich dachte, okay, bei denen bin ich 100% sicher, wo ich wirklich alles sein kann, aber das ist 0,001% von mir. Okay, aber abgesehen davon, auch wenn das nicht dein Style ist, du hast gesehen, da sind 6 Jungs, 1, 2, 3, 4, 5, nein, mit ihm 6, ja, wallah, liegt richtig, wallah, schon spät geworden, sorry. Guck mal, du siehst, 6 Jungs neben dir sind am Viben, oh, und bla, 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 was ihr da alles gemacht habt. Du warst der Einzige, der nicht mit abgeliefert hat. Weißt du, was ich meine? Du warst wie eine Schlaftablette, du warst extrem langweilig neben den anderen, sag ich dir ehrlich. Ja. Und dein Part war wieder extrem kurz. Wie kommt's? Du hast auf beiden Songs extrem kurze Parts gehabt. Die haben gesagt. Was mich auch bisschen gestört hat in dem Moment. Jetzt war er, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Stark. Stark. Warte. Was, Bruder? Also darf ich kommen? Ja, doch, ist natürlich, Bruder. Was? Ist. Kein Scheiß drauf. Extrem kurz. Wie kommt's? Du hast auf beiden Songs extrem kurze Parts gehabt. Die haben gesagt, ich hab nur das. Oder so oder so, wir können diskutieren bis zum Ende, ob er recht hat, ob du recht hast. Du hast am Ende zu wenig Leistung gebracht und das wird nicht ausreichen, sag ich dir ehrlich. Ich weiß nicht, wie die zusammen... So, was mich, aufgeregt hat, ist so... Hart. Ja, natürlich, aber man muss hart sein. Ja, natürlich. Wir sind irgendwo in der Villa, es geht von 500 Teilnehmern, seid ihr die letzten, keine Ahnung, 13 mäßig. Yeah. Weißt du, du kannst jetzt nicht mehr... Ja, hätte besser sein. So, yeah, geht yeah, nicht mehr. Weiß. Oder und was mich am meisten aufregt, von 7 Künstlern hat es jeder geschafft, sich anzupassen. Jeder Künstler war zufrieden, yeah, jeder hatte Bock. Mm. Nur er musste auf sein Dingens bestehen die ganze Zeit. Ich hatte mit Tano. Auch jetzt beim zweiten Part hat er das gesagt. So, ich verstehe das, dass er vielleicht da hätte mehr rausholen können. Aber die anderen Künstler, so wie ein Mogi, musste sich auch darauf anpassen. Oder jemand anders, weißt du? Ja. So, entweder du machst mit oder du gehst unter. Am Arbeit mit den Jungs war. Das Problem ist, weil jeder hat jetzt eine andere Sichtweise. Er sagt so, es ist schwierig für mich zu beurteilen. Aber ich kann irgendwie mich hineinversetzen trotzdem. In dieses Gefühl reinzukommen und zu sagen so, ich passe nicht, was mache ich? Es ist wirklich schwer. Also sicher kann man sich auf jeden Fall nicht fühlen so. Die andere Gruppe ist auch sehr stark. Man merkt, da sind 3-4 Sänger, die singen richtig krass, die harmonieren gut zusammen, arbeiten gut zusammen. Ich habe direkt gemerkt, so. Die sind auf jeden Fall gute Künstler. Heißt nicht, weil wir jetzt Bobby Van Damme haben, Tan und Obi, so die Besten aus Icon, das heißt nichts. Die anderen sind auch sehr, sehr... Ja, ich weiß auch nicht, warum er diesen Spruch überhaupt bringt, nur weil wir Bobby Van Damme und Tan und dies und das haben. Bruder, dir bringen die sowieso nichts. Walla, ne? Walla, dir persönlich als ein Kenner bringt ein Bobby sowieso nichts. Wenn dann... Ist der Dude nur deine Konkurrenz? Weißt du, was ich meine? Ein Feature, mein auch wenn ihr eine Gruppe habt und ein Feature habt, seid ihr trotzdem Konkurrenten. Oder vielleicht meint er ja so mäßig, wenn die gewonnen hätten, dank denen, dann wäre er nicht rausgeflogen. Ach so. Ist vielleicht so, weiß ich nicht. Ja, gut, okay, dann ja. Krass talentiert. Heißt nichts.
mit immer den Besten zusammen zu singen und alles, heißt nichts. Man kann auch mit einer den Schlechtesten arbeiten, wenn du mit denen zusammen gut arbeiten kannst und Baba ein Lied machst, dann wirst du das auch gut anhören. Du musst mit denen gut klarkommen, so. Aber ja, man muss auf jeden Fall zusammenreißen. Ich wollte noch einmal jemanden grüßen, ist das okay? Ich grüße einmal meinen Bruder Plach und Elham und viele Grüße an meine Mutter, ja, und an meine ganze Familie. Hey, Opa. Das war süß. Ja, das war echt süß. Bruder, der hat hart auf meine Mutter, Bruder. Wir wollten auf Zettel schreiben, diese Namen, Bruder, ne? Ich weiß nicht, ob es David war, aber ich glaube, David war der Bruder, der kommt richtig mit seiner Kamera ganz nah. Ich sag dem Bruder, geh mal weg. Der sagt mir, Bruder, Colin sagt, ich muss das machen. Warte. So, warum ich diese Entscheidung gefällt habe? Gefällt. Genau. Im Endeffekt hat es nicht gereicht, Bruder. Also, es war krass, Bruder. Du kannst viel mehr. Ach, stopp mal, stopp mal. Hä? Warte mal, warte mal. Du wirst doch gar nichts verloren haben. Das macht doch gar keinen Sinn. Du wirst doch gar nichts verloren haben. Ja, doch, das ist schon entschieden, Bruder. Deswegen wussten wir. Ja, aber das wissen die Zuschauer nicht. Ach so. Ja, jetzt schon. Ja, er droppt aber der schreibt ein Dingens, ein Voting und sagt, das direkt dir die Kamera. Ja, ja. Das ist einfach wer, Bruder. Boah, das ist Adam, wenn ich höre. In Verbindung mit Mische. Ja, so. Einsatz, du hast zu wenig Einsatz. Die anderen hatten mehr Einsatz, Bruder. Ich weiß, das war nicht deine Schuld, aber ich kann jetzt nicht jemand anders wählen, weißt du? Würde ich mich selber wählen können, hätte ich mich vielleicht selber gewählt, aber es geht nicht. Deswegen, Bruder, dein Weg geht weiter, du machst dein Ding und ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg, mein Bruder. Man hätte sich schon selber wählen können. Das war ja schon Ehrenmann, Bruder, super Worte, mein Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Du hast wie ein Löwe geredet. Walla, wie? Dein Schnurrbart hat geredet. Dein Ziegenbart, Walla. Aber warte mal. Hätte er sich selber gewählt, ne? Wäre das möglich gewesen? Nein, der hat Immunität. Was spricht dagegen? Meine Immunität? Ah, oder stimmt. Einfach machen, Alter. Dann ging das nicht. Aber einfach machen, damit du keine Last bist für die anderen. Auf korrekt. Boah, dann wäre, glaub mir, dieses Voting wäre so lange gemacht worden. Ja, aber dann bist du einen Namen drauf, ja, nicht mehr, ja, ja, ja. Extra mit Uhr, ja. So, ist natürlich schwere Entscheidung. Man möchte keine Verluste erleben. Aber man muss Entscheidungen treffen im Leben, um voranzukommen. Man muss die ganze Sache natürlich auch objektiv betrachten. Wer hat Leistung gebracht, wer konnte sich durchsetzen, wer jemanden rauszuwählen. Wir sind das Verliererteam gewesen in dem Fall. Kommt den Strand vorbei. Eigentlich. Bruder, ich glaube, Obi konnte früher in der Schule richtig gut Referat halten. Ja. Obi, ne? Ja, ja. Das ist eine richtig krass, Bruder. Ja, der ist wortgewandt, muss man sagen. Ja, ja. Voilà. Das stimmt. Mag ich das nicht. So, ich entscheide, wer rausfliegt. Also ein Teil von mir entscheidet, wer rausfliegt. Nicht meins, aber was soll man machen, wenn die Regeln so sind, dann ist das so. Auf jeden Fall, vielleicht kann eine Show rausfliegen, kann ja passieren. Guck mal, ich bewerte danach, welche Performance heute am schlechtesten war. Das ist nicht meine Art. Ihr macht nur noch mal Fitness, ich mein's ernst. Ja, das war's meinerseits. Das tut mir eigentlich richtig leid, ja. Auf jeden Fall, was soll man machen? Wird mir vielleicht auch passieren. Ja, liebe Freunde, was soll ich euch sagen? So ist das. Kann jedem passieren. Vielleicht werde ich auch irgendwann rausgelegt oder so. Mal schauen, vielleicht werde ich auch jetzt rausgelegt. Ich weiß es nicht. Ich bin fair. Ich war heute leider nicht so gut. Leider kann ich viel besser. Nächstes Mal werdet ihr sehen, was ich kann. Ich werde alles beweisen. Ich komme fünf wird auseinandergenommen. Jawohl, Junge. Löwenland? Stark. Voilà, klar. Die Person, die heute rausgewählt wird, wird die Villa verlassen und ist somit ausgeschieden von Icon 4. Schickt einen Künstler nach vorne, entweder Freestyle oder Battle. Ein hart noch hart am Ende des Tages geht. Ah! Den eigenen Arsch. Nächste Folge wird geil. Sehr gut. Ja, Bruder, die sind tot. Doch, das können ruhig fünf Mann sein. Bruder, tut mir leid, dass du heute rausgehst. Geil, Alter, das kann man sagen. Das können also auch ruhig krass. Fünf Mann sein. Moams? Das hab ich gehört. Man weiß noch nicht, wer rausfliegt. Wir werden es ja auch nicht sagen. Ja. Das sieht man in der nächsten Folge. Such, Bruder, alles gut. Zieh einfach. Komm, ich nicht weg. Bruder, das war eine echt geile Folge. Walla, super Folge, Bruder. Walla. Krank. Ich weiß dir. Walla. Was sagt ihr jetzt? Wer hatte den besten Auftritt, Alter? Immer beste noch? Folge ist das. Ich hab mein Ding jetzt schon. Was würdet ihr sagen, Jungs? Wir haben uns jetzt die Auftritte alle angehört. Vorher, wir waren uns einig, bevor wir jetzt die Auftritte nochmal gehört haben. Sunny Dorian waren die krassesten in der Folge. Ja, das ist Dorians Sunny Folge. Was sagt ihr jetzt?
Bruder, immer noch. Ich auch, Wallah, ich auch. Ja. Also ich sag so, die geilsten Auftritte waren von dir, dir und Sunny. Dankeschön. Und Dorian. Dankeschön. Die, das waren die Top 3. Also sicher. Ja, doch, Wallah. So, ja, auf jeden Fall. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht zu reagieren, Jungs. Danke, dass ihr da wart, Alter. Kein Problem, Bruder. Sehr, sehr Forever Young ab. Vergiss nicht. Ja, Wallah. Check dir Instagram ab. Es kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele Lieder.